Liebe Freunde der Cortices Online-Angebote, liebe Zoom-Gemeinde, die Reihe vom Reiz der Sinne 2022 findet heute Abend mit dem vierten Termin ihren Abschluss. Und es ist ein würdiger Abschluss an den Iden des März, dem Todestag eines drohenden Diktators. Doch darum kann es nicht gehen heute Abend, im Gegenteil, es geht um Intelligenz, natürliche und künstliche. Denn letztere ist das Schwerpunktthema der diesjährigen Reihe, die, wie Sie wissen, vom Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung für Aufklärung und Humanismus ausgerichtet wird. Träger der natürlichen Intelligenz ist das evolutionär entstandene Gehirn, das gerade in dieser Woche in besonderer Weise zu Hause ist. Man glaubt es kaum. Wie jedes Jahr Mitte März ist nämlich gerade jetzt die Woche des Gehirns, ausgerufen erstmals 1996 in New York von der Dana-Stiftung als Brain Awareness Week, um die Kluft zwischen Hirn und Öffentlichkeit auf internationaler Ebene zu verringern. Im Raum Nürnberg setzt sich unser Cortices-Geschäftsführer Rainer Rosenzweig schon seit 2 Jahrzehnten erfolgreich für populäre Veranstaltungen zu diesem Thema ein und hat auch den heutigen Vortrag im offiziellen DANA-Programmkalender verankert. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz erfordert den Einsatz natürlicher Intelligenz, profitiert von der Modellierung ihrer Trägerstrukturen, etwa durch das Konzept neuronaler Netze, und wirkt im Fall des Gelingens als nützliches Denkwerkzeug auf diese zurück. Umgekehrt tragen die schon vorhandenen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz zur besseren und vor allem schnelleren Erforschung der Gehirnstrukturen bei. Einen profunden Einblick in diese Wechselwirkungen natürlicher und künstlicher Intelligenz und ihren Nutzen für die Hirnforschung gibt uns heute Professor Timo Dickscheid aus Düsseldorf, den ich in unserer Runde herzlich begrüße. Wie immer einige Worte zur Person. Timo Dickscheid studierte Informatik mit Schwerpunkt Computervisualistik in Koblenz. Für seine Dissertation an der Universität Bonn entwickelte er Verfahren zur automatischen 3D-Rekonstruktion von Gebäuden aus Bildern. Seit 2014 leitet er am Forschungszentrum Jülich die Arbeitsgruppe Big Data Analytics am Institut für Neurowissenschaften und Medizin im Bereich strukturelle und funktionelle Organisation des Gehirns. Und vor gerade erst 2 Monaten wurde er zum Professor für Big Data Analytics for Microscopic Images am Institut für Informatik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ernannt. Die Nutzbarmachung großer Datenmengen für die Hirnforschung ist somit sein Arbeitsgebiet. Das Ziel ist letztlich ein digitales Hirnmodell im Rahmen des Human Brain Project. In diesem europäischen Großforschungsprojekt wird daran gearbeitet, einen sehr detaillierten und offen zugänglichen Online-Atlas des menschlichen Gehirns mit zellulärer Auflösung zu erstellen. Timo Dickscheid untersucht dabei die Methoden, wie Informationen aus mikroskopischen Bildern extrahiert werden können, um daraus 3D-Modelle auf der Ebene einzelner Zellen und Nervenstränge zu konstruieren. Näheres erläutert er uns nun in seinem Vortrag. Die digitale Vermessung des Gehirns mit KI und Big Data auf mikroskopischer Spurensuche. Herr Dickscheid, bitteschön. Herr Fink, herzlichen Dank für die Einladung und die nette Einführung, umfassende Einführung, muss ich sogar sagen. Ich freue mich sehr für die Einladung und auch die vielen Teilnehmer heute Abend, dass sie die Zeit gefunden haben und auch das Interesse an der Wissenschaft, hier heute Abend mitzumachen. Und ich möchte was erzählen von meiner Forschung in Jülich und in Düsseldorf zum Gehirn, aber auch zur künstlichen Intelligenz. Und nur damit Sie einen schnellen Einblick haben, ich vermute ja, viele von Ihnen werden aus der Nürnberger Ecke sein, aber auch aus anderen Ecken von Deutschland. Also meine Forschung findet statt am Forschungszentrum Jülich, das ist hier im Dreiländereck bei Aachen. Ein Campus im Wald gelegen sozusagen und meine Lehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, das sehen wir jetzt hier oben und das ist alles, sind wir in der Nähe von Köln und in Nordrhein-Westfalen und meine Arbeitsgruppe, wir sehen hier ein paar freundliche Gesichter, ich stelle mir genauso freundliche Gesichter hier hinter den Kameras vor heute Abend, ist im Institut für Neurowissenschaften und Medizin unter der Leitung von Katrin Amunds, die man hier auch sieht.
Und wir arbeiten im Wesentlichen an drei Baustellen, kann man sagen. An der Bildgebung mit Mikroskopen für die Neurowissenschaft. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, was Sie in der Mitte sehen, an Bildanalyseverfahren, um Informationen zum Gehirn aus Bildern zu gewinnen. Das Ziel ist aber auch, das hat Herr Fink schon sehr schön dargestellt, hochaufgelöste 3D-Gehirnmodelle zu erstellen, basierend auf Mikroskopaufnahmen. Und durch all diese Dinge hier möchte ich Sie heute Abend gerne mitnehmen und Anwendungen zeigen. Wir werden eigentlich über vier Dinge sprechen, über das Gehirn selbst. An der Stelle muss ich nochmal betonen, ich bin Informatiker und kein gelernter Neurowissenschaftler. Das heißt, wenn es richtig ans Eingemachte geht zum Gehirn, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig immer agieren. Wir werden uns insbesondere Bilder des Gehirns anschauen. Schöne Bilder, wie ich finde. Und dann sprechen wir über künstliche Intelligenz. Und das wird interessant, da wir die künstliche Intelligenz zum einen nutzen, um unsere Forschung zu machen, zum anderen aber die Dinge, die wir hier erforschen, der künstlichen Intelligenz auch wieder nutzen. Das werde ich versuchen darzustellen. Und am Schluss schauen wir uns an, was wir mit Gehirnatlanten tun, wie wir Gehirnatlanten bereitstellen, die genau von dieser Information, die wir hier erforschen, profitieren. Ja, fangen wir mit dem Gehirn an. Das menschliche Gehirn, ein faszinierendes Organ. Und wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich unfassbar. Wir haben im Gehirn fast 100 Milliarden Nervenzellen sitzen. Es sind, man schätzt es auf 96 Milliarden. Und jede Nervenzelle hat 10.000 Synapsen etwa. Das sind die Schaltstellen zu anderen Nervenzellen. Wenn man mal davon ausgeht, dass all diese Verschaltungen ein- oder ausgeschaltet werden könnten, dann haben wir hier eine unglaubliche Zahl von möglichen Zuständen, die das Gehirn annehmen könnte. Die nimmt es natürlich nicht tatsächlich alle an, aber man ahnt, wie kompliziert das ist. Das ist eine Zahl 2 hoch eine 1, wenn Sie sich das hier anschauen, mit 5 mal 3 Nullen. Das ist eine astronomisch hohe Zahl, die ist erheblich größer als die Anzahl der Atome im Universum, die man auf, ich glaube, auf 2 hoch 150 etwa schätzt. Im Gehirn sind etwa 3 Millionen Kilometer Kabel verlegt, wenn man so möchte. Das sind die Nervenfasern, die verschiedene Neuronen miteinander verbinden. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie groß so ein Gehirn ist. Das ist nicht viel. Ja? Sie können es mit beiden Händen umfassen. Und in der Hochleistungsrechnerentwicklung heutzutage ist gerade das ein massives Problem. Also wenn wir versuchen, Rechner, Supercomputer zu bauen, die ähnliche Rechenleistungen vollbringen könnten wie ein Gehirn, davon sind wir noch weit entfernt, dann ist eins der schwierigen Probleme tatsächlich, wie kann man diese Verkabelung machen? Wie kann ich so viele Verbindungen zwischen den Recheneinheiten überhaupt im engen Raum unterbringen? Das ist tatsächlich ein äußerst schwieriges Problem und es ist regelrecht unfassbar, wie das Gehirn das löst. So ein Gehirn hat 10 Watt Energieverbrauch. Wenn ich jetzt nochmal vergleiche mit einem Supercomputer, das wird wahrscheinlich schon auf dem Schreibtisch im Empfangsbüro verbraucht, diese 10 Watt. Und es hat ein Volumen von etwa 1,5 Litern, also wirklich nicht viel. Es ist auch enorm robust. Also ein gesunder Mensch heutzutage, der kann sein Gehirn 100 Jahre nutzen und muss dazu nicht in die Werkstatt üblicherweise, muss nichts ausgetauscht werden. In den allermeisten Fällen hoffentlich funktioniert es einfach. Auch das ist erstaunlich, ja, wenn man sich die Leistungen anschaut. Und wir wissen alle, dass die Leistungen des Gehirns unglaublich sind. Wir können lernen, wir können steuern, wir können Dinge erkennen, wir können Rückschlüsse ziehen, fühlen, denken. Es ist eine ganze Menge, was wir mit unserem Gehirn tun können. Jetzt ist es unser Anliegen, das Gehirn zu verstehen. Und da arbeiten wir interdisziplinär zusammen mit sehr vielen Wissenschaftlern. Da sind nicht nur Neurowissenschaftler dabei, da sind Physiker dabei, da sind Informatiker dabei, wie ich einer bin. Ganz verschiedene Disziplinen versuchen, das Gehirn zu entschlüsseln und herauszubekommen, wie funktioniert es denn nun? Können wir davon was lernen? Können wir das Gehirn heilen, indem wir verstehen, wie es funktioniert? Und wie geht man das nun an? Wie kann ich ein System verstehen, das komplex ist? Naja, wenn wir uns so ein einfacheres System anschauen, beispielsweise ein Fahrrad, ja,
und versuchen uns dem zu nähern, dann können wir uns natürlich erstmal einfach von außen anschauen, was dieses System tut. Wir können also hier sehen, naja, es fährt vorwärts, da sitzt jemand drauf, der bewegt die Beine und offensichtlich hängt diese Beinbewegung zusammen mit der Bewegung der Reifen, die sich dann irgendwie auf den Boden zu übertragen scheint. Also wir können einfach von außen erstmal beobachten, wie funktioniert das denn außen augenscheinlich. Das ist ein Weg, sich dem zu nähern. Ein anderer Weg ist natürlich, wir können es auseinanderbauen. Ja, wir können uns also anschauen, was sind die einzelnen Teile dieses Systems und darüber Rückschlüsse ziehen, wie es funktionieren muss, die einzelnen Teile verstehen und ihr Zusammenwirken verstehen. Und bei diesem Auseinanderbauen und in Teile zerlegen und Teile verstehen, stellt sich aber natürlich immer die Frage, wie weit muss ich da gehen? Wie klein muss ich es zerlegen? In wie viel Detail muss ich da reinschauen, um tatsächlich ausreichend zu verstehen, wie dieses Ding funktioniert? Und das könnte ich bei dem Fahrrad auch tun. Ich könnte mir beispielsweise das hier anschauen. Da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, was hat das mit dem Fahrrad zu tun? Ich habe diese Aufnahme im Internet gefunden. Das ist eine Mikroskopieaufnahme einer Schweißnaht. Ja, ich könnte also natürlich mir genau anschauen, wie der Rahmen verschweißt ist. Und Sie würden wahrscheinlich sagen, das muss ich nicht wissen. Ich muss nicht sehen, wie eine Schweißnaht aussieht, um zu verstehen, wie das Fahrrad funktioniert. Aber das ist eben eine ganz wichtige Frage, wie viel Detail benötige ich, um so ein System zu verstehen. Und das Gehirn hat die Eigenschaft, dass ich es auf sehr vielen Skalen betrachten muss. Ich muss also weit ins Detail reinschauen, um das verstehen zu können, aber auch das große Ganze im Blick haben. Ich muss also verschiedene Größenordnungen untersuchen im Gehirn. Und diese Spanne an räumlichen Größenordnungen, es gibt auch zeitliche Größenordnungen, auf die gehe ich heute nicht ein, aber die räumlichen Größenordnungen, die sind gewaltig. Und hier gibt es einen schönen Film, der wurde kürzlich entwickelt. Da sehen wir also, es gibt die Größenordnung, die startet beim Mensch selbst. Ja, denn wenn wir das Gehirn verstehen wollen, müssen wir eigentlich auch die Interaktion von Menschen und die Interaktion eines Menschen mit seiner Umwelt uns anschauen, denn die wirkt ja auf das Gehirn und löst ja die Handlungen und Reize aus, die wir mit dem Gehirn vornehmen. Das Gehirn selbst, wir haben es eben schon gesagt, 1,5 Liter, 10 bis 20 Zentimeter ist die Größenordnung dieses Organs. Und wenn wir uns jetzt einzelne Regionen des Gehirns anschauen. Hier sehen wir beispielsweise den Hippocampus, der ist natürlich deutlich kleiner, mehrere Zentimeter. Das ist eine sehr schöne Struktur im Gehirn, die ist beispielsweise dafür zuständig, unser Kurzzeitgedächtnis, Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis zu überführen ins Langzeitgedächtnis. Hat auch viel mit Emotionen zu tun, diese Struktur. Wenn wir da jetzt reinschauen, da sehen wir hier Zellen und Schichten von Zellen. Da sind wir jetzt plötzlich schon auf der Mikrometer- bis Millimeter-Ebene, ja, bis wir mal einzelne Zellen sehen und wie sie in der Struktur angeordnet sind. Solche Bilder werden wir heute Abend noch viele sehen. Ich kann mal noch weiter reinschauen und mir einzelne Zellen anschauen. Wie sind die aufgebaut? Der Zellkörper, die Faser, die den Zellkörper mit anderen Zellen verbindet. Die Verbindungen der Zellen, ja. Die sind auch möglicherweise Zentimeter lang, aber hier sprechen wir in der Regel auch von Mikrometern. In der einzelnen Nervenzelle kann ich auch weiter reinschauen und im Grunde genommen müssen wir verstehen, wie die Nervenzellen selbst funktionieren. Da sind wir auch schon weit gediehen. Und da gibt es beispielsweise diese Synapsen. Hier sind wir jetzt im kleinen Mikrometerbereich, die Reize von Zelle zu Zelle übertragen. In den Synapsen haben wir die Vesikel. Die senden Neurotransmitter aus, um Signale zu übertragen. Also chemische Prozesse laufen hier ab und die werden entgegengenommen von Neurotransmitterrezeptoren an der anderen Stelle. Und hier sind wir jetzt im Nanometerbereich. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe räumlicher Ebenen im Gehirn, auf denen untersucht werden muss, wie das Gehirn funktioniert. Und all das wirkt zusammen. Wir werden jetzt heute uns sehr stark auf diese Ebene im Mikrometerbereich beziehen. Aber eine Sache wollte ich noch anmerken. Wenn wir ein Gehirn untersuchen, können wir viele Rückschlüsse ziehen. Aber gerade beim Mensch ist es so, dass jedes Gehirn stark voneinander abweicht. Wir sehen also hier eine Hinteransicht von 10 Gehirnen. Das ist also der hintere Teil unseres Gehirns. Da sitzt das visuelle System. Das rote hier ist der primäre visuelle Kortex. Das grüne ist der sekundäre visuelle Kortex. Und das wurde kartiert. Über die Kartierung sprechen wir noch später.
Aber Sie sehen hier, wie massiv das abweicht zwischen diesen 10 verschiedenen Menschen, die hier untersucht worden sind. Also die Lage ist immer hinten und irgendwie relativ zueinander sind diese Areale, die auch ähnlich gelagert, aber die Größe und die genaue Anordnung unterscheidet sich ganz deutlich. Wir sprechen hier von der interindividuellen Variabilität. Die ist beim Mensch sehr, sehr hoch. Wenn wir das Gehirn der Maus untersuchen, ist das weitaus weniger. Es ist sehr viel leichter, Vergleiche zwischen verschiedenen Individuen anzustellen. Beim Mensch ist das sehr aufwendig. Schauen wir uns mal Bilder des Gehirns an. Wir arbeiten in unserer Forschung eigentlich ständig mit Bildern und analysieren Bilder. Sie alle kennen Magnetresonanztomographen oder die Röhre, die es beim Arzt gibt, in die man reingeschoben wird, um eine Untersuchung anzustellen. Damit bekommen wir nicht invasive Bilder des Gehirns und Gesamtaufnahmen des Gehirns. Ja, es gibt da verschiedene Protokolle, die man laufen lassen kann, die führen zu verschiedenen Kontrasten im Gehirn, die es ermöglichen, verschiedene Aspekte des Gehirns zu sehen. Die T1-Gewichtung, T2-Gewichtung gibt es da beispielsweise. Aus diesen Magnetresonanztomographie-Scans lässt sich schon eine Menge ableiten. Es gibt da jetzt in den letzten Jahren Entwicklungen, dass wir über die sogenannte diffusionsgewichtete Magnetresonanztomographie tatsächlich größere Bahnen von Nervenfasern rekonstruieren können. Das basiert auf dem Prinzip der Wasserdiffusion. Wir messen hier also im Prinzip Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen und die damit mit dem Magnetresonanztomograph sozusagen angestoßen werden können. Und die Annahme ist hier im Prinzip, dass die Diffusion der Wassermoleküle gegen Nervenfasern schwer nur funktionieren kann und entlang der Nervenfasern, weil die so dicht gepackt sind, leichter geschehen kann. Und deswegen, wenn wir Diffusionsrichtungen messen, können wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich entlang von Nervenfasern messen. Und das können wir damit im Computer aus diesen recht verrauschten Bildern rekonstruieren und sehen dann also solche Bündel von Fasern. Wir müssen uns hier aber klar machen, wir sehen da keine einzelne Nervenfaser, sondern wir sehen da wirklich ganz stark gemischte Signale, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß, dass diese Fasernbündel, die wir da rekonstruieren, auch was damit zu tun haben, wo echte Faserbündel liegen, zumindest die relativ homogen sind. Da sind wir im Millimeterbereich. Wir können die Magnetresonanztomographie auch nutzen, um Funktion zu messen. Wir können also Menschen eine Aufgabe geben, gleichzeitig im Magnetresonanztomograph eine Messung über die Zeit machen und sehen dann, wo das Gehirn stark aktiviert. Da kommen solche Bilder am Ende raus, wo wir also hier in Rot sehen, da war eine starke Aktivierung dieses Hirnareals. Das ist jetzt hier oben mittig im Gehirn. Und was wir da sehen, ist der motorische Bereich, der sogenannte Motorkortex. Da hat also mit hoher Wahrscheinlichkeit die Person, die da gescannt worden ist, irgendeine taktische motorische Aktivität ausgeführt. Eine typische Handlung bei diesen Messungen ist zum Beispiel einen Stift aufzuheben. Da würden wir so ein Signal sehen. Da gibt es mittlerweile tolle Datenbanken. Hier zeige ich gerade was von einem Kollegen von uns, Bertrand Thirion in Paris, die machen sehr viel solcher Messungen und hier sehen wir jetzt funktionelle Messungen mit verschiedenen Aktivierungen unter verschiedenen Aufgaben im Gehirn. Da gibt es ganz typische Bereiche, die wir da sehen, die bei gewissen Tätigkeiten eben aktiviert werden. Nun stellt sich aber die Frage, wie ist denn an der Stelle das Gehirn aufgebaut? Warum passieren denn diese Funktionen an diesen Stellen? Und das ist was wir sehr stark tun. Wir versuchen also genauer reinzuschauen. Jetzt haben wir hier ein Stück Gewebe auf höherer Auflösung. Das ist auch, wie Sie hier oben sehen, in dem roten Punkt. Ich versuche das mal gerade hier mit meinem Stift auch ein bisschen zu zeigen. Hier sehen Sie die Lage, wo das gemessen worden ist. Das ist also auch oben in der Mitte des Gehirns, in dem Motorkortex. Da sehen wir jetzt hier so ein Stück Gewebe und einzelne Zellen. Jetzt zoome ich hier mal rein. Und das ist sehr interessant, was wir hier sehen. Sie sehen nämlich hier auffällig in der Mitte sehr, sehr große Zellen. Das sind Zellkörper von Neuronen und das sind die sogenannten Motorneuronen. Der Motorkortex zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er Bewegungen steuert. Und da haben wir die Motorneurone, die
bis ins Rückenmark runter projizieren. Die haben also sehr lange Axone. Ich glaube, die können bis zu einem Meter sogar lang werden, oben aus dem Motorkortex hinunter ins Rückenmark und steuern beispielsweise den Bewegungsapparat. Ja, da sehen wir also wirklich, wenn wir reinzoomen, solch große Zellkörper hier, das sind die Motorneurone. Das können wir natürlich nicht mit dem Magnetresonanztomograph erfassen. Hier rechts sehen wir jetzt mal ein ähnliches Bild, auch mit Mikroskopen aufgenommen. Ich erkläre gleich noch, wie wir zu solchen Bildern kommen. Aus dem visuellen System, also aus dem hinteren Bereich vom Gehirn, das nennen wir Occipitalpol. Hier sehen Sie auch wieder einen roten Punkt. Und das sieht sehr anders aus. Ja? Sie sehen hier beispielsweise nicht solche großen Zellkörper. Sie sehen aber hier relativ viele kleine, die relativ dicht liegen. Das haben wir jetzt so hier im Motorkortex eigentlich nicht gesehen. Und das ist auch genau das, was wir erwarten würden. Die Neurowissenschaftler teilen nämlich tatsächlich den Kortex, also die Gehirnrinde hier, in Schichten auf und untersuchen die Eigenschaften dieser Schichten. Und was wir hier sehen können ist, es gibt hier also in dem Motorkortex liegen offensichtlich diese großen Neurone hier in der fünften Schicht, 1, 2, 3, 4, 5. Die vierte ist verschwindend klein, es gibt sie aber. Und in dem visuellen Kortex sehen wir jetzt hier, dass diese vierte gezählte Schicht sehr groß ist. Ja, da sind sehr viele dicht liegende kleine Zellen. Ja, auch hier unten in der Schicht haben wir relativ viele dicht liegende kleine Zellen. Das sind Körnerzellen und die sind gerade dafür verantwortlich, Reize zu verarbeiten, also sensorische Reize zu verarbeiten. Da kommen also Signale rein und das ist natürlich im visuellen System genau der Fall. Ja? Im visuellen System laufen die Leitungen von der Retina aus dem Auge rein und werden verarbeitet. Hier haben wir also natürlich sehr, sehr viele Zellen, die Reize verarbeiten, während wir das im Motorkortex nicht haben, denn der bekommt Anweisungen und steuert was. Ja, wir können also an der zellulären Architektur, die wir hier beobachten können unter dem Mikroskop, können wir Rückschlüsse ziehen, wie denn der Kortex da, also das Gehirn an dieser Stelle, funktioniert. Und es ist sowohl die Anordnung der Zellkörper in solchen Schichten als auch die Struktur von Nervenfasern hochgradig relevant dafür, wie das Gehirn in diesem Areal funktioniert. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, ich erkläre Ihnen noch, wie man denn zu solchen Bildern kommt, wo wir einzelne Zellen sehen. Das schauen wir uns jetzt an. Leider Gottes können wir das nicht im lebenden Menschen messen, sondern wir benötigen dafür Körperspender und müssen die Organe präparieren. Und das zeige ich Ihnen mal hier. Wir haben also Spendergehirne. Die werden eingebettet. Hier sehen Sie ein Gehirn, das wurde eingebettet in Paraffin und gefärbt. Und dann werden die in hauchdünne Scheiben geschnitten. Ja. Hier sehen wir gerade eine Präparation, bei der Schnitte in der Größenordnung 20 Mikrometer gemacht werden. Das ist in der Größenordnung eines Haars, also sehr, sehr, sehr dünn. Und Sie sehen, wie diffizil das hier ist, wie hier die Mitarbeiterin im Labor vorsichtig diese dünnen Gewebeschnitte abnehmen muss und sie mit einem Pinsel wieder auf eine ebene Fläche bringen muss, damit wir da überhaupt was sehen können. Da entstehen dann Bibliotheken mit tausenden solcher Schnitte, die auf Gläser aufgebracht werden. Das sind wirklich Bibliotheken. Wir haben bei uns im Institut viele tausende davon. Ein Gehirn, wenn wir das von vorne nach hinten mit dieser Schnittdicke von 20 Mikrometer schneiden, liefert uns zwischen 7.000 und 8.000 Schnitten typischerweise. Also das ist eine ganze Menge und das ist auch eine monatelange Arbeit allein im Labor, ein komplettes Gehirn zu präparieren. Wir können dann diese Schnitte, wie Sie hier sehen, auf solche Träger befestigen und in Mikroskopen abscannen. Hier sehen wir ein sehr modernes Mikroskop von der Firma Euron in Kanada. Solche Mikroskope haben wir bei uns auch im Betrieb. Die können dann vollautomatisch so einen ganzen Gewebeschnitt mit einer Auflösung von einem Mikrometer digitalisieren, ablichten. Das ist in dem Fall Lichtmikroskopie. Da wird also einfach Licht gemessen, was durch den Schnitt hindurchstrahlt. Das ist eine Art der Bildgebung. Und wir bekommen diese Bilder, wie Sie sie eben auch schon gesehen haben. Hier sehen wir die Zellkörper deswegen so schön dunkel, weil das Gewebe explizit gefärbt worden ist. Mit einer Färbung, die gerade die Zellkörper deutlich kontrastiert, dunkel macht. Deswegen sehen wir hier Neurone sehr stark dunkel angefärbt. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten der Präparation. Beispielsweise haben wir hier Verfahren genutzt, das ist eine Immunhistochemie. Da können
verschiedene Typen von Zellen in verschiedenen Farben gefärbt werden. Hier könnten also noch gewisse Typen von Zellen unterscheiden von Neuronen, was wir mit der anderen Färbung nicht konnten. Dafür ist diese hier aber auch aufwendiger. Und hier sehen wir ein sehr interessantes Bild. Da sehen wir wirklich Nervenfasern auf einer sehr hohen Auflösung, auch aus dem Mikroskop. Und hier wurde gar nichts gefärbt. Das ist eine Bildgebung mit polarisiertem Licht. Die hat mein Kollege Markus Axer in Jülich bei uns im Institut entwickelt. Da wird wirklich polarisiertes Licht durch den Gewebeschnitt hindurchgeschickt und im Prinzip wird gemessen, wie die Richtung des polarisierten Lichtes sich verändert. Das wird nämlich systematisch beeinflusst von den Nervenfasern. Da gehe ich nicht im Detail darauf ein, aber es sind wunderschöne Bilder, die wir da haben. Belassen wir es mal bei diesen mikroskopischen Bildern. Es gibt weitere Modalitäten, aber wir haben jetzt Bilder gesehen, die Zellkörper zeigen, die Typen von Zellkörpern unterscheiden können und auch die uns sehr viel detailliertere Informationen zu den Nervenfasern geben, als man das mit dieser diffusionsgewichteten MRT-Bildgebung im lebenden Menschen machen könnte. Jetzt machen wir gerade einen kleinen Schlenker und gehen über zur künstlichen Intelligenz, bevor wir wieder zurückkommen zu den Bildern des Gehirns und wie wir die verarbeiten. Was ist künstliche Intelligenz? Ich habe sehr, sehr viel in meinem Alltag damit zu tun. Und es ist sehr, sehr schwierig, künstliche Intelligenz überhaupt zu definieren. Ich finde immer noch den Satz, den Marvin Minsky hier gesagt hat, das ist ein ganz bekannter KI-Forscher, der schon in den 60er Jahren da aktiv war. Der hat gesagt, Artificial Intelligence is the science of making machines do things that would require intelligence if done by man. Er sagt also, künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft, den Maschinen Dinge beizubringen, die Intelligenz erfordern würden, wenn es ein Mensch tut. Das finde ich ganz gut, denn er sagt nicht, dass die Maschinen intelligent sind. Er sagt nur, sie tun etwas. Wenn der Mensch dasselbe tun möchte, muss er intelligent sein. Und das finde ich ganz clever, auf diese Art und Weise auszudrücken. Wir unterscheiden heute auf einem ganz breiten Niveau verschiedene Formen der künstlichen Intelligenz. Das habe ich hier angelehnt an ein Statement bei IBM auf der Webseite. Und dann unterscheidet man Narrow Intelligence, also einfache oder kleine Intelligenz. Das ist auch das, was ich Ihnen heute, wo ich Ihnen Beispiele von zeigen werde. Da geht es darum, dass Algorithmen selbst Wege finden, klar eingegrenzte Probleme zu lösen. Ja, wir geben ihnen also Problemstellungen vor, sie finden aber selbst Lösungen dafür. Und da sind wir heute an einem Punkt angelangt, wo sie das besser können als Menschen für gegebene Probleme. Beispielsweise Objekte in Bildern zu erkennen, Sprache zu übersetzen. Ja, das sind Dinge, das wissen Sie schon, das läuft auch in Ihrem Smartphone. Und das sind teilweise Aufgaben, da können die künstlichen Intelligenzalgorithmen mehr leisten, als es ein Mensch können würde. Aber das Problem ist vorgegeben und das Problem ist eingegrenzt. Dann spricht man von Artificial General Intelligence für künstliche Intelligenz, die wirklich vergleichbar mit der des Menschen ist. Dazu würde aber gehören, dass Probleme eigenständig gelöst werden, dass Planungen in die Zukunft vorgenommen werden und dass nicht schon eingeschränkte Problembereiche vorgegeben werden. Daran arbeiten wir natürlich massiv. Daran arbeite ich nicht selbst, aber die Forschung arbeitet daran. Und dann spricht man von Superintelligence für künstliche Intelligenz, die weit über die menschliche Intelligenz hinausgehen würde. Und das ist noch Zukunftsmusik. Wir müssen aber damit rechnen, dass das kommt. Und hier stellen sich für uns natürlich tatsächlich Fragen, wie können wir uns überhaupt vorstellen, was das ist und wie würden wir das kontrollieren können? Ja? Denn wenn wir Maschinen haben werden, die Dinge tun, die über unsere eigene Intelligenz hinausgehen, ist es natürlich enorm schwierig für uns, den Dingen einen Rahmen zu geben, da wir sie ja selbst nicht verstehen können. Da hängen eine Menge Probleme dran, über die werde ich heute in meinem Vortrag hier nicht sprechen. Da gibt es aber sehr spannende Literatur. Wir sprechen heute in erster Linie über diesen Bereich hier. Ja? Was tun wir in der künstlichen Intelligenz auf eingeschränkten Problemen? Wir nutzen das für unsere Forschung und unsere Forschung hat auch Auswirkungen auf diese Probleme und auf die Forschung in diesem Bereich. Künstliche Intelligenz hat viel zu tun mit maschinellem Lernen. Was wir an künstlicher Intelligenz nutzen, ist im Wesentlichen maschinelles Lernen. Und auch das ist wieder schwer abzugrenzen. Wir können aber im Prinzip sagen, dass das maschinelle Lernen eine Teildisziplin der künstlichen Intelligenz ist, wo Computer eben lernen.
Und ein Teil Disziplin des maschinellen Lernens sind die sozusagen, sind die sogenannten künstlichen neuronalen Netze. Auch mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Und innerhalb der künstlichen neuronalen Netze gibt es ein ganz, ganz angesagtes Feld. Das nennt sich Deep Learning. Es würde mich wundern, wenn Sie davon noch nichts gehört haben. Insbesondere das Attribut Deep taucht heutzutage sehr, sehr häufig auf und meint oft, dass irgendwas mit Deep Learning gelöst worden ist. Sie finden also viele Tools, auch Softwarekomponenten im Smartphone, die irgendwas mit Deep im Namen haben. Und das meint in der Regel, da wurde ein Algorithmus mit maschinellem Lernen auf der Basis von Deep Learning trainiert, irgendeine Aufgabe zu lösen. Wenn wir Computern beibringen, etwas zu lernen, maschinelles Lernen machen, dann ist natürlich die Frage, wie lernen denn diese Computer? Und da gibt es auch verschiedene Paradigmen. Hier sind nur ein paar sehr bekannte aufgeführt. Das ist, da gibt es weitaus mehr Unterformen und Varianten von. Aber im Wesentlichen können wir unterscheiden zwischen Supervised Learning. Das heißt, wir zeigen dem Computer Beispiele. Wir zeigen dem Computer im Prinzip, was richtige Lösungen sind für ein gegebenes Problem. Und er soll dann eben lernen, das zu tun. Er sieht also die richtigen Lösungen. Dann gibt es Semi-Supervised Learning, da sieht er nur ein paar Lösungen oder Teile von Lösungen. Es gibt das sogenannte Reinforcement Learning, da zeigen wir nicht die Lösung, sondern wir sagen dem Computer nur, das hast du gut oder das hast du schlecht gemacht. Darauf basieren beispielsweise diese erstaunlichen Ergebnisse im Schach und in diesen ganzen Spielen, die man jetzt gesehen hat, wo Computer wirklich Menschen schlagen. Ja, das basiert überwiegend auf Reinforcement Learning, wurde einem Computer nicht gezeigt, wie die richtige Lösung ist, sondern ihm wurde nur gesagt, gut, schlecht. Und er hat selbst gelernt, damit besser zu werden. Und es gibt im Bereich des Unsupervised Learning, da gibt es überhaupt keine Überwachung sozusagen, sondern der Computer muss selbst lernen, anhand von Daten, die er sieht, Muster zu erkennen und sozusagen Muster aus den Daten zu extrahieren, Aussagen über die Daten zu treffen. Wir nutzen bei uns in der Forschung künstliche Intelligenz für die Bildanalyse. Und da werde ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele zeigen. Wir fangen nicht mit Bildern des Gehirns an, sondern mit anderen Bildern. Sie kennen alle diesen Mensch hier, das ist Yoda aus Star Wars. Ich mag dieses Bild so gern, deswegen nehme ich das. Und das ist natürlich ein Bild. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie denn so ein Computer ein Bild wahrnimmt, damit wir dann diskutieren können, wie denn so eine künstliche Intelligenz uns helfen kann, ein Bild zu analysieren. Für den Computer ist das hier nicht einfach ein Bild, wie wir es wahrnehmen, sondern das ist ein großes Raster von Pixeln. Deswegen habe ich das hier mal nachempfunden. Ich habe mal die Farbe rausgenommen und dann habe ich mal die Auflösung künstlich runtergesetzt, ja, von dem Yoda. Und hier habe ich mal die Zahlen eingetragen, die der Computer sieht. Also der Computer, mit dem wir arbeiten, der sieht wirklich nur diese blauen Zahlen. Er sieht nicht das Bild. Und er muss aus diesen Zahlen irgendwie Informationen gewinnen. Das macht unser visueller Kortex, den wir eben gesehen haben, enorm effizient. Wir nehmen es gar nicht wahr. Ja. Wir sehen sofort da eine Person. Wir erkennen sofort den Yoda. Der Computer sieht nur diese Zahlen hier. Wenn wir da mal genauer reinschauen, ich habe hier noch einen Teil rausgeschnitten. Jetzt stellen Sie sich mal die Farben im Hintergrund, denken Sie sich die mal weg und stellen Sie sich nur diese Zahlen vor. Und überlegen Sie sich mal, Sie wollten jetzt diesen Verlauf des Ohransatzes von Yoda finden, den wir hier sehen. Ja, hier läuft das Ohr entlang. Und was der Computer sieht, sind nur diese Zahlen. Ja? Aber er kann natürlich Dinge tun, wenn er beispielsweise jetzt sich hier diese Zahlen anschaut, die wir hier angezeichnet haben. Ja? Dann sehen wir also, naja, innen ist eine höhere Zahl, 195. Die 195 sagt uns, da war es an diesem Pixel, an diesem Punkt im Bild, war es hell. Die 82 sagt uns, das ist eher dunkel. Ja, die Zahlen hier laufen, das sind 8-Bit-Zahlen, die laufen zwischen 0 und 255. 255 wäre das hellste. Wir sehen also hier 82, da ist es eher dunkel. 195, da ist es eher hell. Ja. Jetzt könnte ein Computer natürlich sagen, also dass jetzt hier eine Kante durchläuft, dass jetzt hier irgendwie eine Kontur von einem Objekt ist, das kann ich natürlich auch irgendwie daran erkennen, dass ich, wenn ich die Zahlen hier voneinander subtrahiere, sind da immer hohe Werte. Wenn ich hier im Hintergrund bin und subtrahiere die Zahlen voneinander, die sind ja meistens sehr ähnlich. Da ist eine Differenz von 2, hier ist eine Differenz von 0 zwischen den benachbarten Zahlen. Da ist also offensichtlich nicht viel los. Ja, aber wenn ich hier in dem Bereich die Pixel vergleiche, dann bekomme ich große Differenzen, da ist irgendwas. Ja. Und das sind genau die Dinge, die wir dem Computer beibringen müssen, um uns Informationen aus den Bildern zu ziehen. Die Differenz zu bilden ist natürlich simpel. Das können wir dem Computer direkt hinschreiben. Aber rauszufinden, dass das ein Ansatz vom Ohr ist, das ist sehr schwierig hinzuschreiben.
Ja, und wir schauen uns jetzt mal ein einfaches Problem an. Das habe ich aus dem, auch aus dem Internet, und das ist ein ganz klassisches Problem bei den künstlichen Intelligenzverfahren: Bilder von handgeschriebenen Zahlen. Wir sehen hier eine 9 und auch das sind Pixel, das ist ein Bild mit Pixeln. Und es ist ein ganz bekanntes Problem. Hier habe ich eine schöne Visualisierung aus diesem YouTube-Video hier oben, die ein künstliches neuronales Netz zeigt, das darauf trainiert wird, das lernt, aus solchen Bildern herauszufinden, was für eine Zahl da zu sehen ist. Wir sehen also jetzt hier ein sehr einfaches künstliches neuronales Netz. Da haben wir jetzt einfach hier diese Punkte, die stellen künstliche Neurone dar. Das ist nichts anderes als im Prinzip eine Zahl, die sich der Computer merkt. Viel mehr ist es im Grunde genommen nicht. Und hier ist nochmal eine Schicht von solchen Neuronen, nochmal eine und am Ende ist auch nochmal eine. Diese künstlichen Neurone am Ende, das sind sozusagen die Ausgaben und die stellen unser Ergebnis dar. Ja? Würde also der Computer uns sagen, dieses letzte hier ist aktiv, dann können wir sagen, das ist also die Zahl 9 und wenn das hier aktiv ist, dann wäre es die Ziffer 1. Hier vorne haben wir die Eingänge. Im Prinzip laufen jetzt hier vorne, jedes einzelne Pixel läuft jetzt in dieses Netzwerk rein. Das heißt, die Eingangsneurone würden einfach diese Zahlen aus dem Bild bekommen. Ja? Und die Neurone, die wir hier in der Mitte haben, die tun irgendwas, das uns im Wesentlichen verborgen bleibt. Wir sagen auch, das ist die interne Repräsentation des Netzwerks. Das wissen wir nicht ganz genau. So, und jetzt hat dieses künstliche neuronale Netz auch Verbindungen. Wir sehen also hier, dass in der zweiten Reihe diese Neurone, die wir hier angelegt haben, die sind immer mit mehreren Neuronen in der Eingabeschicht verbunden. Das heißt also, dieses Neuron hier hat die Möglichkeit, sich anzuschauen, was viele der Eingangsneurone an Informationen haben. Dieses Neuron könnte also Berechnungen anstellen von verschiedenen Eingangsstellen, könnte also zum Beispiel lernen, benachbarte Pixel, eine Differenz zwischen benachbarten Pixeln zu bilden, so wie wir es eben gesehen haben. Ja? Theoretisch könnte ich also hier eine Operation reinsetzen, die sagt, der Wert, der hier drinstehen soll, das soll die Differenz von diesen beiden sein. Und so könnte ich mir natürlich hier im Grunde genommen eine Maschine bauen, die sozusagen die solche Kanten im Bild findet. Die nächste Schicht wiederum hat Verbindungen zu dieser zweiten Schicht. Die könnte also jetzt Informationen dieser ersten Instanz wieder verknüpfen, um was Neues zu tun. Die könnte beispielsweise sagen, naja, wenn also eine Kante in der einen Ecke vom Bild war und weit weg in der anderen Ecke vom Bild, dann ist da irgendwas Großes, weil ich auf großen Entfernungen habe ich da irgendwelche Kanten, Konturen gesehen. Ja, das könnte also in dieser Schicht, die könnte zum Beispiel feststellen, läuft da eine Diagonale durchs Bild, theoretisch, ja, weil sie von der Schicht vorher was abfragen könnte, wo Kanten sind. Naja, und die letzte muss eben lernen, was ein Ergebnis daraus zu produzieren. Das Interessante bei dem maschinellen Lernen und was wir Deep Learning bezeichnen, ist eben, was wird denn da gelernt und wie wird das gelernt? Und das können wir heute nicht mathematisch durchgehen. Das ist ungeheuer spannend, das wird aber zu lange dauern. Ich will Ihnen nur so viel dazu sagen. Im Grunde genommen ist der große Durchbruch für dieses Deep Learning, der besteht eigentlich darin, dass man Verfahren gefunden hat, wo man für dieses überwachte Lernen vorne ein Signal reinschicken, beispielsweise jetzt dieses Bild mit der Nummer 9. Wir schicken das Signal durch so ein Netzwerk durch und das Netzwerk ist erstmal irgendwie zufällig eingestellt und dann berechnen wir hier hinten einen Fehler. Ja, wir wissen also, da muss die 9 rauskommen, es kommt aber nicht die 9 raus, da entsteht also ein Fehler und wir können die Größe dieses Fehlers wieder rückwärts hier durchschicken und bei diesem Prozess rückwärts durch das Netzwerk zu gehen, können wir jetzt die Operationen, die hier an den verschiedenen Punkten stattfinden, verbessern. Und diese Operationen sind in der Regel im Einzelfall recht einfach. Ja? Da wird also nur eine Gewichtung der Eingänge, der Eingangssignale vorgenommen. Die werden vielleicht miteinander addiert und eins wird ein bisschen hochgewichtet, runtergewichtet. Das sind solche einfachen Operationen. Und mit dieser Rückwärtspropagation des Fehlers auf Trainingsbeispielen lassen sich tatsächlich, wenn wir viele, viele Trainingsbeispiele haben, das sehr, sehr oft machen, lassen sich automatisch diese korrekten Einstellungen dieser Neuronen finden. Das ist im Prinzip die ganze Idee, die da stattfindet. Und das führt also dazu, jetzt haben wir das hier mal animiert,
Ups, ich gehe nochmal zurück. Dass also da so ein Bild vorne reingeschickt werden kann, da werden Neurone aktiviert nach diesen Operationen und am Schluss wird hoffentlich der richtige Ausgang aktiviert, der uns dann sagt, na, das war die Nummer 9. Das Bild, das vorne reinging, hatte die Nummer 9. Wir haben jetzt in unserer Arbeit haben wir zum einen den Nutzen, dass wir diese neuronalen Netze einsetzen können, um Hirnstrukturen zu analysieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir mit unserer Forschung Informationen finden, wie die neuronalen Netze im Gehirn aufgebaut sind, wie sind Zellen angeordnet, wie laufen Nervenfasern und können die wieder bereitstellen für die KI-Forschung, um Inspiration für neue KI-Architekturen zu finden. Sie sehen also hier, da gibt es natürlich Parallelen zwischen den künstlichen neuronalen Netzen und der Architektur im Gehirn. Und genau das nutzen wir aus und arbeiten also auch mit der KI-Forschung zusammen, die neue Methoden findet. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an, wie wir KI nutzen, um aus unseren Bildern Informationen zu detektieren. Ich habe hier nur ein paar Beispiele mal gebracht. Das eine ist in den Bildern, die wir eben schon gesehen haben, wir wollen Zellen finden. Jetzt könnten wir natürlich ein einfaches Verfahren schreiben, das einfach sagt, naja, da wo es dunkel ist, ist wahrscheinlich eine Zelle. Ich kann also einfach irgendwie so einen Schwellwert lernen und sagen, alle Bildpunkte, die kleiner sind als 80, das sind wahrscheinlich Zellen. Dann würde ich sowas bekommen wie hier, da ist jetzt, die sind jetzt blau eingefärbt, aber das führt mich noch nicht zum Ziel, denn ich sehe nicht, wo einzelne Zellen sind. Ja? Ich würde also hier Pixel markieren, die zu einer Zelle gehören. Ich weiß aber nicht, dass das hier beispielsweise 4 oder 5 Zellen sind. Und genau deswegen nutzen wir auch hier KI. Wir lernen also ein künstliches neuronales Netz mit Beispielen, das uns nicht nur einfach die Pixel einfärben soll, sondern es soll uns komplett eine Kontur eines Neurons geben, die äußere Umrandung. Und damit wissen wir genau, wo sind einzelne Neuronen. Hier sind kleine, größere und so weiter. Und das können wir jetzt erfolgreich tun. Wir haben also hier auch wieder ein neuronales Netz. Das ist aber sehr viel komplizierter. Da gehe ich auch nicht im Detail drauf ein. Im Grunde genommen basiert es aber darauf, dass wir dem Netzwerk Beispiele zeigen und es lernt dann intern eine Repräsentation, mit der es arbeiten kann, um uns dieses Problem zu lösen. Und wir können jetzt also relativ schnell solche künstlichen neuronalen Netze einsetzen, um Zellkörper in diesen riesigen Datenmengen zu finden. Wir nutzen auch künstliche Intelligenz zur Kartierung von Hirnarealen. Das ist ein zumindest für den Menschen schwierigeres Problem. Da geht es also wieder um solche Bilder, wie wir sie eben gesehen haben. Wir sehen hier Verteilungen von Zellkörpern im Cortex. Das hier sind zwei verschiedene Areale, die wir hier sehen. Und wir sehen also, wie die Muster in jedem Areal ein bisschen anders sind. Das haben wir uns auch schon im visuellen Cortex und dem Motorkortex angeschaut. Und klassischerweise gehen Neuroanatomen, nutzen da bei uns im Institut ein etabliertes Verfahren. Da wird ein Gewebeschnitt ins Mikroskop gelegt und wir zeichnen im Prinzip von der Hirnrinde die äußere und innere Kontur ein. Und dann wird das Verfahren hier solche Linien durchlegen, wird entlang der Linien schauen, wo sind da dunkle Punkte und helle Punkte. Und wird feststellen, wenn von einer Linie zur nächsten sich das statistisch deutlich ändert. So finden wir dann Grenzen zwischen Hirnarealen, können die bestätigen. Das funktioniert aber nur in einem Teil der Gewebeschnitte und braucht Input von einem Experten, der erstmal schon grob die Stellen raussucht und das vorbereitet. Wir versuchen jetzt mit künstlichen neuronalen Netzen das zu automatisieren. Denn wir scannen mittlerweile wirklich viele Schnitte jeden Tag in den Mikroskopen. Da entstehen Terabytes an Daten jeden Tag. Die können wir nicht mit der etablierten Weise verarbeiten und da Hirnareale finden. Wir müssen also einem Computer beibringen, das schnell zu tun. Im Grunde genommen muss er dazu dieses Problem hier lösen. Ja, er sieht verschiedene Ausschnitte solcher Bilder und muss lernen zu sagen, welches Hirnareal ist da. Und das ist natürlich schwierig, insbesondere weil es Risse geben kann, ja, weil die Bilder schräg geschnitten sind, weil wir Hirnwindungen haben wie hier. All das würde man klassischerweise gar nicht bearbeiten. Wir möchten mal Verfahren haben, die das können. Und auch da haben wir in den letzten Jahren viel Arbeit reingesteckt. Hier gibt es auch wieder künstliche neuronale Netze, die bekommen solche Ausschnitte und sollen uns dann im Bild sozusagen einfärben, wo sitzt da welches Areal. Da gehe ich auch nicht drauf ein, wie es im Einzelnen ausschaut, aber hier sehen wir mal Beispiele. Links haben wir zwei Gewebeschnitte,
Da hat ein Experte visuelle Areale eingezeichnet. Hier haben wir wieder den primären visuellen Kortex. Das sind zwei verschiedene Gewebeschnitte, die haben verschiedene Nummern hier. Um das einzuzeichnen, benötigt ein Experte mehrere Stunden für ein Bild. Jetzt sehen wir hier rechts unser erstes Ergebnis, das ist jetzt 5 Jahre, glaube ich, her. Das waren die ersten Ergebnisse mit Deep Learning. Da haben wir versucht, anhand solcher Beispiele so ein Netzwerk beizubringen, das selbst zu tun. Sie sehen, das klappt aber nur so mau mau. Ja, das ist nicht toll. Hier sehen wir zwar schon den primären visuellen Kortex, aber hier das Bild, da war die Färbung ein bisschen stark und da hat es also überhaupt nicht geklappt. Und wir sind aber an der Sache rangeblieben. Ein Jahr später haben wir es geschafft, dem Verfahren ein bisschen mehr Informationen zu geben, ein bisschen mehr Vorwissen reinzustecken, zum Beispiel, wie die Nachbarschaften solcher Areale sind, dass das sekundäre visuelle Kortex beispielsweise meistens neben dem primären visuellen Kortex liegt. Und das Verfahren hat es also gelernt, es besser hinzubekommen. Noch ein Jahr später haben wir ein Ergebnis erreicht, das zum ersten Mal nutzbar war, wo auch Neurowissenschaftler gesagt haben, super, ich bin beeindruckt, das kann man brauchen. Und da haben wir aber einen Kniff angewandt und mussten uns davon lösen, dass das Verfahren nur von Trainingsbeispielen lernt, die von Menschen kamen. Denn wir haben von diesen Trainingsbeispielen leider nur recht wenige und können nicht schnell sehr viel mehr davon besorgen. Wir mussten also Wege finden, dass das Verfahren aus mehr Daten lernen kann, auch wenn sie nicht eingefärbt sind und eingezeichnet wurden von Experten. Und was wir da gemacht haben, man nennt das im Prinzip selbstüberwachtes Lernen. Wir haben dem maschinellen Lernverfahren eine andere Aufgabe gesucht, die gar nicht diese Einzeichnungen braucht. Was wir nämlich gemacht haben, ist, wir haben dem Netzwerk immer zwei solcher Ausschnitte gezeigt und haben gesagt, jetzt find doch mal bitte raus, wie weit die voneinander entfernt sind im Gehirn. Denn diese Entfernung, die können wir automatisch bestimmen. Da muss nicht ein Experte was einzeichnen. Die können wir messen. Wir können also sehr, sehr viele Paare solcher Bilder suchen und können wissen, wie weit die entfernt sind. Und wir haben aber diese Information dem Netz vorenthalten und haben gesagt, lern mal solche Abstände zu schätzen. Das ist also eine Ersatzaufgabe, für die wir aber sehr viel mehr Daten zur Verfügung hatten, für die das Netzwerk aber ähnliche Dinge lernen muss. Denn um das zu tun, um zu sagen, das ist weit entfernt von diesem, muss das Netzwerk schon einiges lernen über die Struktur der Zellen hier. Es muss also fast die gleichen Dinge lernen, aber auf einer anderen Aufgabe. Und das hat dazu geführt, dass wir erheblich besser wurden, indem wir das Netzwerk auf diese Ersatzaufgabe antrainiert haben, angelernt haben. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, wo wir maschinelles Lernen einsetzen. Und das ist ein sehr junges Projekt gerade von einem Doktoranden bei uns. Da geht es um die Bestimmung von 3D-Orientierung von Nervenfasern. Wir haben eben diese wunderschönen Bilder gesehen mit dem polarisierten Licht. Ich habe hier oben auch mal ein Foto von meinem Kollegen Markus Axer. Also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, von dem Vortrag zu sehen, tun Sie es. Der hält unglaublich tolle Vorträge. Und der hat diese Bildgebung mit dem polarisierten Licht entwickelt, wo wir die Nervenfasern sehen. Das sehen Sie auch hier links. Das sind typische Ausschnitte aus solchen Bildern. Was wir aber hier sehen, ist, dass diese Muster, die Nervenfasern bilden, sehr kompliziert sind. Also hier haben wir ja offensichtlich eine relativ klare Richtung, die Fasern hier gehen. Hier haben wir aber eine Mixtur von verschiedenen Richtungen. Und das sieht zwar für uns schon relativ gut interpretierbar aus, für einen Computer, der aber da jetzt die Richtung der Fasern in dreidimensionalen Raum verfolgen möchte, ist das noch zu chaotisch. Und deswegen brauchen wir Repräsentationen wie diese hier. Da sehen Sie jetzt so kleine, die sehen aus wie Tabletten oder wie diese Mint-Bonbons, solche Strukturen, die stellen im Prinzip dar, an einer Stelle im Bild, was sind die Hauptrichtungen, in denen doch die Nervenfasern laufen. In der Mathematik spricht man von Tensoren. Das heißt, wenn das hier so eine längliche Struktur ist, wie wir hier sehen, dann war die Richtung sehr stark nur in diese eine. Wenn sie runder werden, gab es sehr viele Richtungen, die ähnlich häufig aufgetreten sind. Und damit wir diese Richtungen im Computer weiterverwenden können, brauchen wir solche Repräsentationen. Wir müssen also die Verteilung der 3D-Richtungen sozusagen abschätzen aus diesen Bildern hier. Und das ist schwierig. Es gibt gerade eine neue Bildgebung, da wird Streulicht gemessen. Sie sehen also hier links ist auch wieder ein Gewebeschnitt und da wird Licht in verschiedenen Winkeln durchgeschickt. Und wir messen dann die Streuung an einem Pixel und dann bekommen wir solche Streumuster, wie Sie jetzt hier links sehen. Und da haben wir genau das gleiche Problem. Wie kann ich aus dem Streumuster jetzt
rausbekommen, in welchen Richtungen die Fasern da liefen. Auch da nutzen wir künstliche neuronale Netze. Das macht gerade der Esteban Wacker bei uns als Doktorand. Und hier ist aber jetzt der große Unterschied, deswegen zeige ich Ihnen das hier. Wir können jetzt nicht einfach Trainingsbeispiele zeigen, denn wir wissen gar nicht die Wahrheit. Diese Daten sind so kompliziert, dass wir selbst eigentlich gar nicht wissen, wie genau die Richtungen alle sind an dieser Stelle aus den Bildern. Und wir können das auch nicht eben reinschauen und einzeichnen. Das wäre viel zu aufwendig, das schaffen wir gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein maschinelles Lernverfahren nutzen, für das wir eigentlich gar keine Trainingsdaten haben. Ja, wir können aber ein Verfahren bauen. Hier sehen wir jetzt so eine Architektur, die müssen wir im Detail jetzt nicht verstehen. Es gibt tatsächlich solche generativen Modelle, nennen wir die. Das ist in der Lage, aus so einem Bild der Streuung tatsächlich so eine dreidimensionale Verteilung von Richtungen zu erzeugen und auch zu lernen, wie man das macht. Die Frage ist jetzt nur, wie soll es denn lernen? Wie soll es denn lernen, wenn wir keine Trainingsbeispiele haben? Und hier gibt es jetzt eine ganz spannende Idee. Was wir nämlich machen ist, wir bewerten den Fehler beim Lernen nicht hier hinten, wo wir gar keine Trainingsbeispiele haben, sondern wir etablieren gleichzeitig einen Prozess, der dieses Ergebnis wieder zurückrechnet in ein solches Streulichtbild und berechnen den Fehler, den das Netzwerk gemacht hat, einfach hier, denn das können wir. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn von hier nach hier zurück? Ja, also wir haben ein maschinelles Lernverfahren, das kann uns aus so einem Bild eine Richtungsverteilung machen. Jetzt brauchen wir aber noch irgendein Verfahren, was uns aus der Richtungsverteilung wieder ein Streulichtbild macht, wo wir dann einen Fehler messen können. Denn es muss ja dasselbe Streulicht wieder rauskommen. Und hier ist das Schöne, dass wir auch Physiker im Institut haben. Der Herr Fink wird sich freuen, der ist ja auch Physiker, wie ich mittlerweile weiß. Wir haben nämlich von den Physikern Simulationen. Ja, wir haben Simulationsverfahren, die können, gegeben eine 3D-Richtungsverteilung, können die uns so ein Streulichtmuster über Simulationen erzeugen. Das können wir also. Dafür müssen wir auch nichts lernen. Da gibt es eine Simulation. Wir haben also jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir haben ein Eingabebild, wir haben ein maschinelles Lernverfahren, das soll lernen, aus dem Eingabebild eine Richtungsverteilung zu erzeugen. Und wir haben eine Simulation, die kann uns aus der Richtungsverteilung wieder so ein Bild erzeugen. Und dann können wir hier auf der Basis von den Bildern können wir einfach einen Fehler bestimmen, können sagen, das Bild sieht aber nicht aus wie das ursprüngliche Bild, das war falsch. Und mit diesem Signal können wir wieder lernen. Das können wir nutzen, um das neuronale Netz zu trainieren. Und das klappt. Und das haben wir gerade kürzlich hinbekommen. Der Esteban Wacker hält gerade, ich glaube, nächste Woche einen Vortrag auf einer Konferenz dazu. Das waren also drei Beispiele, wie wir künstliche Intelligenz nutzen, um schwierige Bildanalyseprobleme zu lösen, die wir nicht Ich würde sagen, die wir ohne künstliche Intelligenz nicht lösen könnten. Das Problem mit der Segmentierung der Zellen, das geht noch gerade so, aber nicht so gut. Aber die letzten beiden Probleme, die würden wir, glaube ich, mit klassischem Verfahren gar nicht hinbekommen. Der letzte Teil von meinem Vortrag geht um einen 3D-Atlas des menschlichen Gehirns. Denn all diese Informationen, die wir hier extrahieren, die Messungen, die wir machen mit den Bildern, dienen letztlich dazu, 3D-Modelle des menschlichen Gehirns zu erstellen, mit sehr hoher Präzision, mit zellulärer Präzision, die wir als Atlas bereitstellen, in der dann eben regionale Eigenschaften des Gehirns nachschlagbar sind. Ja. Dichten von Zellen, Strukturen von Zellen, Verknüpfungen von Zellen, all solche Informationen soll und wird in dem Atlas verfügbar sein. Und der hat verschiedene Anwendungen. Der wird benutzt von Forschern, die Hirnsimulation machen. Die versuchen, das Gehirn zu simulieren, um es zu verstehen, müssen dazu aber wissen, wie ist es denn aufgebaut, um ihre Simulation aufzubauen. Er wird genutzt von Forschern in der künstlichen Intelligenz, dazu habe ich eben schon was gesagt. Er wird benutzt in der Medizin, um hochdetailliertere Informationen zu Hirnarealen nachzuschlagen, als ich sie im lebenden Mensch messen kann. Er wird benutzt für Lehrzwecke und so weiter. Und ich möchte Ihnen ein bisschen was erklären, wie wir diesen Atlas aufbauen und welche Elemente ein solcher Hirnatlas hat. Das ist im Grunde genommen gar nicht sehr viel anders als ein Atlas, wie Sie ihn kennen, für die Erde. Wir haben zunächst mal einen Raum. Ja, es gibt keinen Atlas ohne einen Raum, in dem ich irgendwas darstelle. Das ist bei uns natürlich die Erdkugel im Atlas. Beim Gehirn ist das eben ein Bild eines solchen Gehirns. Das gibt uns einen Raum, ein 3D-Koordinatensystem. Dann brauchen wir Karten.
Das heißt, wir zeichnen irgendwas ein in dem Raum, wir markieren Regionen in dem Raum. Das passiert natürlich beim Atlas der Erde, das passiert auch hier bei uns. Wir kartieren Hirnareale. Und ich habe ihm eingangs schon gezeigt, wie unterschiedlich die bei Menschen sind. Und was noch dazu gehört, sind Namen und Eigenschaften der kartierten Elemente. Ja, also beim Gehirn, wir müssen natürlich auch diesen Farben hier Namen geben und wir stellen in der Regel auch dar, wie die zueinander in Beziehung stehen, nämlich üblicherweise hierarchisch. Diese drei Grundelemente gehören zu jedem Atlas dazu. Und es ist im Gehirn nicht anders wie bei der Erde. Es gibt natürlich verschiedene Wege, wie ich denselben Raum kartieren kann. Ja, ich kann ja bei der Welt kann ich die politische Struktur kartieren, ich kann die physische Struktur, das Klima kartieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im selben Raum Karten zu bilden. Und genau das machen wir auch im Gehirn. Eine sehr frühe Karte war Anfang des 20. Jahrhunderts hier die von Corbinian Brodmann. Der hat tatsächlich in 2D eingezeichnet, was er von außen sehen konnte. Wir versuchen natürlich weit darüber hinaus zu gehen. Den Atlas, den wir heute bauen, der basiert, das ist der hier, der basiert genau auf diesen Grenzen der zellulären Architektur, die wir uns eben schon angeschaut haben. Und der enthält aktuell fast 300 kartierte Regionen. Das, was noch häufigst genutzt wird heutzutage immer noch, ist ein einfacherer Atlas mit 70 Regionen, 68, der kartiert einfach die Makroanatomie, wie ich sie von außen sehen kann. Der Atlas mit der Zytoarchitektur, der basiert eben auf mikrostrukturellen Eigenschaften, ist sehr viel kleinteiliger, sehr viel feiner strukturiert, aber auch sehr viel exakter. Und was wir auf der Basis nun auch probieren, ist, diese Karten hochpräzise zu machen. Sie sehen also hier trotzdem, dass die Karten auf mikrostrukturellen Grenzen beruhen, die auf zellulärer Ebene gemessen worden sind, ist der 3D-Atlas auf so einer Auflösung wie so ein Magnetresonanztomograph auf Millimeterauflösung zu sehen. Wir arbeiten aber gerade daran, mit diesen Deep-Learning-Verfahren einen solchen Atlas auf mikroskopischer Auflösung zu bauen. Sie sehen also hier viel, viel mehr Detail. Hier könnten wir sehr weit reinzoomen. Und das versuchen wir online bereitzustellen. Bevor wir uns das online anschauen, ich glaube, die Zeit wird noch reichen, dass wir da kurz reinschauen, muss ich aber einen ganz wichtigen Punkt jetzt hier noch machen. Wir haben die Dreiviertelstunde, die wir jetzt schon hier sprechen, nur auf zweidimensionale Bilder geschaut. Das waren alles zweidimensionale Bilder. Wenn wir einen solchen dreidimensionalen Atlas bauen möchten, haben wir aber einen dreidimensionalen Raum. Und wenn wir einen präzisen dreidimensionalen Atlas machen möchten, brauchen wir also eine dreidimensionale Beschreibung des Raums des menschlichen Gehirns, die auch eine mikroskopisch hohe Auflösung hat. Und da reicht nicht so ein Scan von so einem Magnetresonanztomograph, in dem wir da was einzeichnen, sondern wir wollen eigentlich ein auf mikroskopische Auflösung ein 3D-Modell des Gehirns nehmen als Basis. Und das haben wir tatsächlich. Das sehen wir sogar schon hier. Das ist jetzt ein Ausschnitt von einem solchen zweidimensionalen Bild. Wenn wir jetzt aber hier weiter rauszoomen, dann sehen wir jetzt den gesamten Gewebeschnitt. Und das Problem, das wir haben, ist, wir wollen aus diesem Gewebeschnitt, aus 7400 davon, wieder ein dreidimensionales Modell bauen auf mikroskopischer Auflösung. Und wenn wir aber jetzt diese ganzen 7400 Gewebeschnitte nehmen und stapeln die einfach aufeinander, dann würde das so hier aussehen. Die passen nämlich nicht aufeinander. Selbst wenn wir die richtig rotieren und schieben, dass sie irgendwie zusammensitzen, dann würde das Gehirn so aussehen und wir sehen fast gar nichts, weil nämlich natürlich die Gewebeschnitte, das haben Sie am Anfang in dem Video gesehen, sich verformen. Wenn wir die schneiden und dann auf diese Glasträger aufbringen, verformen sie sich, es gibt Risse, alles Mögliche passiert. Und es reicht natürlich nicht, die einfach wieder aufeinander zu stapeln, um ein 3D-Modell zu bekommen, sondern wir müssen umfangreiche Rechnungen anstellen, dass die vernünftig aufeinander passen. Wir müssen jeden Einzelnen wieder zurückverformen, und zwar so ähnlich, wie man so einen Spüllappen wieder dehnen und stretchen könnte. Ja. Da haben wir also einen Stapel von über 7000 hoch aufgelösten Bildern, die wir alle verformen müssen, sodass sie wieder zusammenpassen. Und das haben wir mit Partnern in Kanada, in Montreal, schon 2013 in jahrelanger Kleinstarbeit gemacht. Und entstanden ist das sogenannte Big Brain Modell. Das ist das einzige frei verfügbare, hoch aufgelöste 3D-Modell eines menschlichen Gehirns, das auf mikroskopische Auflösung gebaut worden ist bislang. Wir können da gleich mal live reinschauen. Das haben wir also jetzt online in einem 3D-Programm auch zugänglich gemacht, sodass man es einfach aufrufen kann, kann das Gehirn da drehen und kann da reinschauen. Das ist ein Datensatz, der ist 1 Terabyte groß.
allein dieses eine Gehirn. Das ist eine Datenmenge, das ist etwa die Größenordnung von Ihrer Festplatte. Also wenn Sie das speichern wollen, ist die Festplatte voll, selbst ohne, dass Sie ein Betriebssystem da drauf haben. Zumindest für die meisten Laptops, die so verfügbar sind. Dieses Gehirn kartieren wir gerade. Ein Konrad Wachstühl, das ist ein Forscher aus England, der auch mit uns und mit den Leuten in Kanada eng zusammenarbeitet, der hat hier eine Berechnung all dieser Schichten im Cortex gemacht, die wir auch vorher schon mal so eingezeichnet haben, diese 6 Schichten im gesamten Gehirn hier kartiert, auch mit maschinellen Lernverfahren. Was wir gerade tun, ist, wir kartieren in diesem Gehirn jetzt die einzelnen Areale. Das macht ein Doktorand bei uns, der heißt Christian Schiffer. Der hat also die ersten Areale komplett kartiert. Und allein dieses Areal, das ist wieder mal der primäre visuelle Cortex. Das war eine Kartierung, die mussten wir in fast 2000 Gewebeschnitten vornehmen, um diese 3D-Karte zu bekommen. Das konnte man auf Supercomputern rechnen, weil es so ein großer Rechenaufwand ist. Das ist jetzt verfügbar und wir machen diese Atlanten zugänglich für die breite Öffentlichkeit, für die internationale wissenschaftliche Community. Und das ist schwierig, weil es große Daten sind und viele Daten sind. Und da sind wir sehr glücklich, dass es das Human Brain Project gibt. Das ist eins der großen EU-Flaggschiff-Projekte, das jetzt schon viele Jahre läuft und 2023 endet. In dem Human Brain Project arbeiten wir mit sehr vielen Wissenschaftlern in Europa zusammen, eine Forschungsinfrastruktur aufzubauen, die verschiedene neurowissenschaftliche Probleme bedient und in einer Infrastruktur zugänglich und nutzbar macht. Das sind neurowissenschaftliche Daten, die da geteilt und gespeichert werden können. Das sind Atlanten, dafür bin ich zuständig. Das sind Hirnsimulationen, die auf Supercomputern laufen, die hier leicht zugänglich gemacht werden. Das sind gehirninspirierte Technologien, also Computer, die der Funktionsweise des Gehirns nachempfunden sind, sogenannte neuromorphe Computer, die hier zugänglich gemacht werden, weiterentwickelt werden und auch Datenanalyseverfahren für medizinische Daten, die über diese Forschungsinfrastruktur, die eBrains heißt, da sind. Also das Human Brain Project entwickelt diese Infrastruktur und die wird über das Human Brain Project hinaus verfügbar sein. Die ist sogar jetzt auf der Roadmap in Europa für langfristig geförderte Infrastrukturen. Innerhalb von eBrains machen wir all diese Dinge, die ich Ihnen hier heute gezeigt habe, verfügbar. Wenn wir hier nochmal zurückgehen auf die Bilder, die wir anfangs gesehen haben, als ein Beispiel, die finden Sie alle in diesem System. Ich gehe jetzt mal hier gerade aus meiner Präsentation raus und zeige Ihnen das wirklich mal hier im Browser. Ich hoffe, Sie können hier meinen Browser sehen. Also wir sind jetzt hier einfach im Internetbrowser. Da gibt es eine Webseite ebrains.eu. Da finden wir all diese Services. Hier gibt es Daten, hier gibt es Atlanten und so weiter. Und ein Service ist die Datensuche. Die habe ich jetzt hier schon mal geöffnet. Der sogenannte Knowledge Graph nennt sich das. Da finden Sie mittlerweile viele, viele hunderte aufwendiger neurowissenschaftlicher Datensätze, unter anderem die, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Beispielsweise sind das hier diese Zellverteilungen. Hier ist zum Beispiel die von dem Areal 4a, das ist genau der Motorkortex. Hier können Sie reichhaltige Informationen dazu finden. Sie können die Daten zugreifen. Hier sehen wir verschiedene Gewebeschnitte. Hier können wir reingehen und können uns so ein Bild laden. Und hier sehen Sie also so ein Bild. Hier sind wir wieder im Motorkortex und sehen wir diese großen Zellen mit den Motorneuronen. Ja. Wir haben also hier eine Plattform geschaffen, um Daten zu teilen. Und diese Daten werden wirklich von Support-Teams relativ exakt beschrieben, formalisiert, sodass das alles langfristig auffindbar und durchsuchbar ist. Das ist natürlich noch kein Atlas. Den Atlas finden wir aber auch hier. Tatsächlich ist der Atlas sogar hier verknüpft. Wir sehen hier schon eine Hirnregion, die mit dem Datensatz verknüpft ist. Wenn ich auf diese Hirnregion draufklicke, da komme ich in diesen 3D-Betrachter, der wurde bei mir im Team entwickelt, wo ich jetzt tatsächlich hier ein Gehirn sehe und sehe dieses einzelne Areal. Hier sind wir jetzt wirklich bei Hirnarealen. Wenn ich das hier wegklicke, sehen wir also hier ein 3D-Gehirn. Wir sehen die Oberfläche, wir sehen die verschiedenen Verknüpfungen. Wenn ich hier ein paar Dinge ändere, dann wird Ihnen das bekannt vorkommen. Das haben Sie genau in meinem Vortrag so gesehen. Hier sehen wir jetzt das auf Millimeter-Auflösung, den Atlas. Hier kann ich ein Areal selektieren.
zum Beispiel mal wieder den primären visuellen Kortex, den ich so oft benutzt habe. Wenn ich ihn anklicke, dann sehen Sie hier eine Wahrscheinlichkeitskarte, die zeigt mir die Variation in verschiedenen Menschen, wie dieses Areal in seiner Form variiert über verschiedene Menschen hinweg. Das wurde hier in 10 Gehirnen gemessen. Und Sie sehen auch, für dieses Areal geht jetzt hier so eine Seitenleiste auf mit Informationen zu dem Hirnareal. Da finde ich eine Beschreibung. Was sehr interessant aber ist, ich finde hier auch eine Liste von Merkmalen dieses Areals. Und hier verknüpfen wir jetzt tatsächlich Messungen aus dem mikroskopischen Bereich, aus ganz verschiedenen Bereichen, die auf dieses Hirnareal zutreffen. Beispielsweise gibt es jetzt hier einen Datensatz mit Rezeptordichten. Wir haben eingangs gesehen, auf der Nanometerauflösung gibt es diese molekulare Signalübertragung von Zelle zu Zelle. Und hier finden wir beispielsweise Daten für dieses Areal visueller Kortex, die hier verschiedene Neurotransmitterrezeptor, verschiedene Molekültypen, wie die Dichte dieser Typen in dem Areal typischerweise ist. Ja. Genauso werden wir hier Informationen finden zu den Zellverteilungen und so weiter. Was aber noch wichtiger ist, gehen wir zurück, wir finden hier Informationen zu den Verbindungen aus diesem Hirnareal. Die kommt aus der diffusionsgewichteten Bildgebung in Hunderten von Patienten. Hier sehen wir jetzt ein Profil, von Rot nach Blau geht das hier. Das zeigt uns die Verbindungsstärke von dem gewählten Areal, dem visuellen Kortex, zu anderen Arealen an. Auch das Gehirn ist jetzt eingefärbt worden. Wir sehen also hier in Rot, heißt starke Verbindung, zum Blauen hin weniger starke Verbindung. Jetzt sehen wir also, wie stark dieses Areal, was wir gewählt haben, mit anderen Arealen verbunden ist. Wir können uns da entlanghangeln, können auch zu diesen anderen Arealen hinwandern. Ich habe von dem Big Brain erzählt. Das hier ist jetzt nicht das Big Brain, das ist jetzt ein Referenzraum auf Millimeterauflösung. Und dieser Atlas deckt tatsächlich die verschiedenen räumlichen Skalen ab. Ich kann jetzt zu diesem Big Brain-Modell wechseln. Und da sind wir auch schon drin. Jetzt habe ich hier einen Datensatz von 1 Terabyte Größe, den ich einfach im Browser hier benutzen kann. Sie sehen hier auch kartierte Hirnareale. Ich kann diese Kartierung mal kurz abschalten. Und hier kann ich jetzt plötzlich reinzoomen. Das mag jetzt ein bisschen langsam sein, weil ich parallel diese Videokonferenz habe, aber das System lädt mir hier tatsächlich nach und nach, wenn ich reingehe, die hochaufgelöste Information sehen Sie hier. Ja, hier kann ich jetzt plötzlich diese einzelnen Schichten sehen. Ich kann das Ding sogar im Browser hier einfach drehen. Ich drücke jetzt hier auf Shift und nehme meine Maus und Sie sehen unten rechts, wie ich jetzt plötzlich hier schräg in dieses Gehirn reinschneide, in diesen Datensatz. Ne? Das müssen Sie sich überlegen, dass Sie jetzt gerade hier im Webbrowser mit Daten interagieren, die 1 Terabyte groß sind. Also die könnten Sie gar nicht runterladen. Sie können aber hier live einfach damit interagieren und arbeiten. Ja? Wir finden hier auch diese Karten der Cortical Layer, könnte ich hier auch auswählen, die wir eben gesehen haben. Da dauert es jetzt aber tatsächlich, will ich mir schon sehen. Ja, also ich habe auf all diese Dinge, habe ich hier in dem System Zugriff und wir arbeiten mit Hochdruck daran, das weiter zu erweitern, dieses System, und mit mehr Informationen und Leben zu füllen, insbesondere auch Daten zu integrieren von Laboren auf der ganzen Welt. Natürlich sollen da nicht nur unsere eigenen Messungen und Daten rein, sondern das ist ein Referenzsystem, das ist dafür gebaut, dass es Daten integrieren kann von verschiedenen Modalitäten, aus verschiedenen Laboren, verschiedenen Gehirnen und auf verschiedenen räumlichen Auflösungen, die wir dann alle in einen Referenzraum bringen können, um es vergleichbar, auffindbar, nutzbar zu machen. Das ist das große Ziel dieser eBrains-Infrastruktur. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück in meinen Vortrag. Wir sind aber im Grunde genommen da jetzt auch schon am Ende. Das haben wir uns angeschaut. Hier ist nochmal ein kleines Bild. Hier sehen wir nochmal das Big Brain Modell. Und wir sehen also hier, woran wir gerade arbeiten. Wir integrieren jetzt in dieses Modell beispielsweise auch dreidimensionale Rekonstruktionen aus dieser Bildgebung mit polarisiertem Licht, wo wir Nervenfasern sehen. Ja? Das Big Brain stellt natürlich die Verteilung von Zellkörpern dar. Hier sehen wir jetzt ein Modell des Hippocampus, basierend auf der Bildgebung mit polarisiertem Licht, aber auch rekonstruiert
aus vielen Gewebeschnitten in 3D, das uns die Verteilung der Nervenfaser zeigt. Ja, und wir arbeiten also mit Hochdruck daran, solche, ich nenne das multimodal, weil es aus verschiedenen Methoden kommt, solche multimodalen Daten in einen anatomischen Raum zu integrieren und gemeinsam nutzbar zu machen. Ja. Das würde also hier ermöglichen, dass man also an korrespondierenden anatomischen Positionen im Gehirn sowohl Verteilungen von Nervenfasern auswerten kann, abrufen kann, als auch Verteilungen von Zellen. Und die Verteilung der Nervenfasern sehen natürlich immer noch mal spannender aus, das muss man einfach sagen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich habe nicht furchtbar überzogen hier. Ich wollte so etwa eine Stunde brauchen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier dabei geblieben sind und hoffentlich auch mit Interesse zugehört haben. Ich hoffe, das war für Sie spannend und Sie konnten ein paar Einblicke gewinnen. Und es war nicht zu kompliziert. Ich habe mich bemüht, keine Matheformeln zu zeigen. Ich hoffe, es war für Sie nachvollziehbar. Wir haben aber jetzt noch Zeit zusammen, auch Fragen zu beantworten und zu diskutieren. Ich stehe also jetzt gerne noch zur Verfügung, können auch gerne nochmal zurückspringen an Punkte des Vortrags, wenn Sie da Fragen haben und noch auf einzelne Punkte zu sprechen kommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dickscheid. Wir bedanken uns für diesen sehr klaren, gehaltvollen und lebendigen Vortrag, der uns einen wichtigen Einblick und Überblick über den aktuellen Stand der Forschungen im Verhältnis von KI und Neurowissenschaften gegeben hat. Ich habe schon die ersten beiden Fragen im Chat gesehen, möchte aber für alle sagen nochmal, dass man sich sowohl zu Wort melden kann, mit Kamera oder ohne Kamera, je nachdem, wie es dann im Mitschnitt erscheinen soll, oder dass man seine Frage auch im Chat kundtun kann. Generell wäre es natürlich schön, wenn mehrere Teilnehmer auch ihre Kamera dann einschalten könnten, damit unser Referent auch sieht, dass sich echte Menschen in die Sitzung eingeschaltet haben und nicht nur Namen oder Bots. Es hat sich bewährt, dass ich die Diskussion selbst eröffne. Das möchte ich vielleicht ganz grundlegend tun, indem wir nochmal auf das biologische Gehirn des Menschen zurückkommen. Sie hatten ja im ersten Teil die Fasertraktographie erwähnt und das Bild, das man sich oft macht, das ist eben die Anordnung der Nervenzellen. Aber es gibt ja nur auch die Fasern dazwischen. Und ich erinnere mich, dass wir beim vorletzten Codices-Symposium den Hirnforscher Moritz Helmstetter hatten, der auch mit ganz dünnen Schichten arbeitet und der uns das Konnektom erklärt hat. Möchten Sie noch mal ein bisschen erläutern, wie das im Gehirn eigentlich aussieht? Da ist doch der Platz ausgefüllt mit wahnsinnig vielen Verbindungen, oder? Ja, wir müssen uns das Gehirn, ich habe jetzt gerade das Bild natürlich nicht mehr auf dem Schirm, aber im Prinzip haben wir ja, wenn wir in das Gehirn reinschneiden, außen sehen wir im Wesentlichen die Gehirnrinde. Da liegen die Muster der Nervenzellen, die ich eben gezeigt habe, der Zellkörper, die sich auch in diese Schichten anordnen. Und in der Mitte des Gehirns, da sprechen wir immer von der weißen Substanz, da sehen Sie in unseren Bildern im Prinzip nur so eine im Wesentlichen eine homogene weiße Struktur. Da liegen die ganzen Nervenfaserverbindungen und die liegen enorm dicht gepackt. Der Moritz Helmstetter macht ja Elektronenmikroskopie. Der geht natürlich auf viel höhere Auflösung, als wir das tun, kann das aber dann nicht auf dem gesamten Hirn machen, weil die Daten dann viel zu groß werden, sondern macht das in Hirnregionen. Aber mit der Elektronenmikroskopie kann ich natürlich diese Dichtgepacktheit auch greifen. Also da liegen wirklich die Axone und Nervenfasern dicht auf dicht gepackt aneinander und das ist, wenn man so will, ein einziges Chaos an Verbindungen, das kaum zu durchblicken ist. Auch da, ich habe den Vortrag nicht gesehen, aber auch die Leute um Moritz Helmstetter arbeiten natürlich mit maschinellen Lernverfahren, um das zu segmentieren, um in diesen hochaufgelösten Bildern sozusagen die ganzen Strukturen zu finden, auch die Kompartimente von Zellen, aber insbesondere natürlich die dendritischen Bäume, die Zellen verbinden und die zu verfolgen. Ja, nun ist das menschliche Gehirn ja das komplizierteste Gehirn, das man auf der Welt findet. Wie würden Sie denn im Vergleich etwa zum Mäusegehirn beschreiben, was man wie gut verstanden hat? Also ist das Menschengehirn einfach nur halt ein bisschen größer, ein bisschen komplizierter und hat spezialisiertere Areale? Oder kann man sagen, man hat am Mäusegehirn schon etwas Qualitatives verstanden, was beim menschlichen Gehirn noch aussteht? Also das ist eine,
eine schwierige Frage und ich arbeite selber nicht im Ausgehören. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass wir grundlegende Mechanismen natürlich auch in der Maus sehen. Ja? Also gewisse Aspekte sind auch in der Maus, auch die Maus verarbeitet Sinnesreize, verarbeitet optische Reize. Auch bei der Maus haben wir natürlich Verbindungen, verschiedene Typen von Zellen mit verschiedenen Funktionen. Das sind Dinge, die können wir in der Maus beobachten und können daraus auch Rückschlüsse auf den Mensch ziehen. Das menschliche Gehirn hat eine erheblich größere Variabilität. Es ist natürlich unverhältnismäßig größer insgesamt. Ja, das, also das, wenn Sie die mal im Labor nebeneinander sehen, das, also das eine ist ja so ein, das ist so groß wie mein Daumennagel, das ist noch kleiner als mein Daumennagel, das Mausgehirn, das menschliche Gehirn hat diese Größe. Also die Größe ist natürlich von erheblichem Unterschied, aber auch die Ausdifferenzierung in verschiedene Areal mit verschiedenen Funktionen ist eine ganz andere im Mensch. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da ich selbst nicht an diesen Zusammenhängen arbeite. Ich bin selbst kein Anatom. Aber der Punkt ist, dass wir in der Maus sehr viel systematischer arbeiten können. Wir können auch mehr messen in der Maus. Wir können da Dinge messen, die wir im Mensch aus ethischen Gründen gar nicht machen dürfen. Und können vieles übertragen und müssen das auch tun. Also wir arbeiten beispielsweise selbst zusammen mit Forschern, auch in Jülich, mit der Frau von Alvada zum Beispiel, die versuchen, das visuelle System im Mensch zu simulieren und müssen dafür wissen, Informationen zu den Zellen wissen, aber auch zu den Verbindungen der Zellen untereinander. Und wir können im Mensch noch nicht auf dem Level die Eigenschaften der Verbindungen messen, wie wir das in der Maus können. Aus dem Grund versuchen wir da auch Wissen zu übertragen. Also wir haben immer wieder das Problem, dass wir Dinge im Menschen noch nicht messen konnten. Wir brauchen sie für die Forschung aber und nehmen dann wirklich Informationen aus dem Affen, aus der Maus, aus der Ratte rein, weil wir wissen, es gibt da Zusammenhänge, die müssen irgendwie im Mensch auch ähnlich funktionieren und füllen damit sozusagen auch Wissenslücken auf, wohl wissend, dass das nicht eins zu eins das Gleiche ist. Ja, also und die Maus ist natürlich ein ganz bekanntes Modell, einfach weil da sehr, sehr, sehr viele Messungen vorliegen, weil es sehr übersichtlich ist und weil vor allen Dingen auch zwischen verschiedenen Mäusen der Aufbau sehr ähnlich ist, sodass ich da natürlich eine Wahnsinnsdatenbasis habe, ja, in dieser Spezies. Und beim Mensch ist die Datenbasis auf jeden Fall sehr lückenhaft noch, weil es so schwierig ist, an Daten ranzukommen. Ja, nun verbindet man für das menschliche Gehirn mit diesen Forschungen ja große Hoffnungen im Bereich der Medizin, etwa im Bereich der medizinischen Diagnostik. Nun sind Sie kein Mediziner, aber eine wichtige Fragestellung bei uns im Chat lautet wie folgt. Ich lese sie vor. Ich leide seit 12 Jahren an ALS, was ja eine Motoneuronenerkrankung ist. Bei der Diagnose habe ich gelernt, dass es eine Ausschlussdiagnose ist. Wenn alle anderen Krankheiten mit vergleichbaren Symptomen ausgeschlossen sind, dann muss es ALS sein. Und nun die Frage, wird es in Zukunft eine spezifische Diagnose im MRT geben und ist in Zukunft zu erwarten, dass man im Gehirn direkt diese Krankheit bzw. deren Ursachen reparieren kann? Ja, also die Frage, die kann ich Ihnen nicht ehrlich beantworten. Es ist natürlich so, dass ALS ist eine Krankheit, in der mit Hochdruck geforscht wird. Da gehen eine ganze Menge Forschungsgelder rein. Und wir haben insbesondere die Diagnostik, die In-vivo-Diagnostik, das heißt also die Diagnostik aus Messungen am lebenden Menschen, wie zum Beispiel die MRT, die gewinnen gerade sehr, sehr stark, auch tatsächlich durch die Verfahren der künstlichen Intelligenz. Also man kann sicherlich davon ausgehen, dass sich die Diagnostik massiv verbessern wird. Und die wird auch profitieren von Dingen, die wir tun. Aber die konkrete Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin kein Arzt, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Da möchte ich Ihnen keine falschen Angaben machen. Mhm. Ja. Man kann da aber ganz sicher mit erheblichen Fortschritten rechnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Ja, dann vielleicht eine Frage zu Deep Learning. Sie hatten ja diese Rückwärtskorrektur ausgehend von den Abweichungen zu einem Ergebnis, das man schon kennt und das man eben rauskriegen will, erläutert. Wie viele Schichten sind das eigentlich? In Vorträgen sieht man ja immer so Schemata, wo man dann irgendwie so 3 bis 5 Schichten hat. Ja. Also erstmal generell, das wird ja nicht irgendwie gebastelt, sondern das wird ja alles nur programmiert. Das findet ja im Rechner statt.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Schichten sind das? Ja, also die Anzahl dieser Schichten, der Begriff Deep Learning kommt im Wesentlichen auch daher, dass man irgendwann in der Lage war, viele Schichten zu benutzen, anstatt nur weniger. Das Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, das war tatsächlich ein sogenanntes Multilayer Perceptron, nennt sich das. Das war das erste einfache mit mehreren Schichten, was vorgestellt wurde, ganz klassisch, und das wird heute kaum in der Form eingesetzt. Also was wir da gesehen haben mit 3, 4 Schichten, wir sind da heute bei 10, 20, und es gibt Verfahren, die weit darüber hinaus sehr, sehr viele mehr Schichten haben. Also es gibt ganz verschiedene Architekturen im Deep Learning, und es gibt auch einen Trend, und für viele Probleme auch mittlerweile setzt sich das einigermaßen durch, dass sehr tiefe Netzwerke mit vielen, das kann jetzt in die Hunderte gehen, von Schichten sehr effizient sind. Das Problem ist, je mehr Schichten man hat, umso komplizierter wird es, umso schwieriger wird es, diese Netze noch zu trainieren, weil die Schichten eigentlich das komplex machen. Also um das genauer zu erläutern, müssen wir jetzt wirklich in die Mathematik gehen. Aber der Punkt ist, ich kann es vielleicht versuchen, ganz einfach darzustellen. Wenn Sie sich nur eine Schicht vorstellen, ich habe es ja gesagt, im Wesentlichen in den Netzwerken, was da passiert ist, ein künstliches Neuron hat Eingänge, da kommt irgendeine Zahl einfach rein. Das ist einfach eine Zahl, wenn Sie ihm das Bild zeigen oder was auch immer es ist, dann kommt in so einem Neuron, kommen mehrere Zahlen an von verschiedenen Neuronen in der vorgelagerten Schicht, und die werden im Prinzip nur miteinander gewichtet und zusammengerechnet. Viel mehr passiert da nicht. Was gelernt wird, sind diese Gewichte. So, und das ist natürlich einfach. Das ist ja eine ganz einfache lineare Operation, die da passiert. Ja, das ist eine gewichtete Mittelung. Das ist ganz einfach. Damit kann ich keine komplizierten Dinge lernen. Interessant wird es, wenn von Schicht zu Schicht mit den Daten noch was Nicht-Lineares passiert, so sagen wir. Das können Sie sich so vorstellen, die gewichtete Summe, die da rauskommt, ja, das sozusagen gewichtet zusammen addierte Signal, geht nochmal durch eine Schalteinheit, die zum Beispiel so eine Sinusfunktion oder so eine S-Form haben kann, die das dann, je nachdem, welchen Wert es hat, auf irgendeinen Wert zwischen 0 und 1 bringt. Und das führt dazu, dass aus dieser einfachen linearen Operation eine nichtlineare wird. Und wenn ich diese Schichten miteinander verknüpfe, kann ich mit so einem System sehr, sehr komplizierte Funktionen approximieren. Ja? Also mathematisch gesehen, je mehr Schichten ich habe, die jeweils untereinander noch mit so einer nichtlinearen Funktion sozusagen unterbrochen oder verknüpft sind, umso kompliziertere Funktionen kann ich lernen. Und es geht immer darum, bei diesem Deep Learning geht es eigentlich darum, komplizierte Funktionen zu approximieren. Ja. Ja. Und wenn ich sehr, sehr viele Schichten habe, dann ist sozusagen der Raum der Funktion, die ich lernen kann, sehr, sehr, sehr viel größer. Das Problem ist aber, wenn ich viele Schichten habe, also jetzt sagen wir mal, wir sprechen jetzt von 50 Schichten, dann braucht es eine ganze Menge Kniffe, dass man das überhaupt in der klassischen Form trainieren kann. Da wurden also Dinge, eine ganze Menge Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, Kniffe gefunden, denn üblicherweise geht das Signal dann bei dieser Rückwärtspropagierung, dieses Lernsignal kann sehr schnell auch verloren gehen, kaputt gehen. Da gibt es eine ganze Menge Probleme in diesen Größenordnungen. Da sind viele Probleme gelöst von den letzten Jahren, die es jetzt also ermöglichen, sehr, sehr tiefe Netzwerke zu trainieren. Also ich ahne, dass das ein spannender Fachvortrag werden würde, wenn wir das vertiefen wollten. Es gibt eine andere Verständnisfrage noch im Chat, nämlich bezogen auf die sehr dünnen Gehirnschichten, deren Zusammenfügung zu einem dreidimensionalen Modell ja ein Problem ist, wie Sie dargestellt hatten. Die Frage lautet, wie gut funktioniert denn die Strukturerkennung im Big Brain, wenn Risse in den Originaldaten sind? Oder waren es keine echten Risse? Fragezeichen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben im 2012 etwa war das, haben wir tatsächlich eine kleine Armee an Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften angeheuert, die da gesessen haben, mich eingeschlossen, und haben diese Risse von Hand repariert. Wir sind also hingegangen, ich weiß nicht, ob Sie Photoshop kennen, es war nicht Photoshop, wir haben uns eigene Programme gebaut, aber wir haben die wirklich gesucht, haben die markiert und haben die wieder zusammengeflickt. Manchmal reißt doch Gewebe ab, dann haben wir das markiert und haben es wieder an die richtige Stelle geschoben, um das Big Brain zu bauen. Das heißt, im Big Brain sieht man nicht mehr furchtbar viele Risse.
Sie haben aber natürlich recht, wenn ich jetzt sehr kleinteilige Zellverteilung analysieren will, ich will beispielsweise messen, ob sich die Verteilung der Zellen signifikant ändert an irgendeiner Stelle, dann ist so ein Riss natürlich fatal. Denn da, wo ein Riss ist, ist natürlich eine signifikante Änderung der Zelldichte, die natürlich jetzt nicht ein anderes Hirnareal bedingt oder sowas. Das heißt, dieses Problem liegt bei uns aktuell als Forschungsthema auch wieder auf dem Tisch. Wir arbeiten gerade an einem Hirnmodell, das nochmal einen großen Faktor genauer ist als das Big Brain. Das wird in der Petabyte-Größenordnung sein. Und da versuchen wir wirklich die Ausrichtung der Schnitte in 3D, die ich da gezeigt habe, diese 7000 Schnitte, die zusammenpassen müssen, die versuchen wir da auf der Genauigkeit einzelner Zellen hinzubekommen. Denn im Big Brain ist das noch nicht der Fall. Das Big Brain hat eine Auflösung von 20 Mikrometer. Wir versuchen gerade einzelne Zellen, die durchgeschnitten worden sind, wieder an die andere Hälfte des Zellkörpers, der im nächsten Schnitt liegt, wieder dran zu nähen. Und jetzt haben wir ja gesagt, das sind 90 Milliarden Zellen. Da werden sicherlich ein Drittel durchgeschnitten bei der Schnittdicke. Sie können sich vorstellen, was das heißt. Das ist ein Riesenaufstand. Und da haben wir mittlerweile aber Fortschritte gemacht. Jetzt komme ich auf Ihre Frage wieder zurück. Wenn wir einzelne durchgeschnittene Zellen finden können, erlaubt uns das eigentlich auch, die sehr viel präziser wieder zurückzuschieben, auch wenn da was gerissen war. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir, glaube ich, diese Reparaturen präziser und mit höherer Automatisierung machen können. Das ist aber ganz frische Forschung. Das publizieren wir ja gerade erst, diese Ergebnisse. Und wir nutzen jetzt auch maschinelles Lernen, um solche Artefakte zu finden und zu sehen in den Bildern. Und da werden zwei Dinge passieren. In der nächsten Generation dieser Modelle werden zum einen die Reparaturen besser sein, die Präzision wird höher sein. Zum anderen werden wir aber auch da, wo wir die Reparaturen nicht durchführen konnten, diese Informationen werden wir hinterlegen. Also für die nächste Generation ist der Plan, dass mit dem 3D-Volumen des Gehirns gleichzeitig eine 3D, sagen wir mal einfach, Qualitätsinformation da liegt, die mir an jeder Stelle sagt, hier ist die Messung präzise, hier wurde was repariert, hier ist was kaputt. Ja? Das haben wir noch nicht, aber da arbeiten wir gerade dran, denn auch das ist von Hand nicht mehr zu machen bei der Größenordnung, wo wir da unterwegs sind. Auch da brauchen wir Lernverfahren, die uns helfen, das zu lösen. Und an denen arbeiten wir gerade. Also, um die Frage jetzt nochmal schnell zu beantworten, Risse machen uns diese Information im Prinzip kaputt. Wir können sie teilweise reparieren und wir werden darin immer besser. Trotzdem müssen wir, da wir hier hochpräzise Messungen der Welt zur Verfügung stellen, müssen wir einfach mit den Messungen sagen, wie genau sie sind an jeder Stelle. Und das versuchen wir. Ja. Es gibt ein paar Fragen unseres Teilnehmers Thomas, die wir, glaube ich, mit relativ knappen Antworten abarbeiten können. Frage, warum kann man im MRT keine mikroskopischen Schnitte vom Gehirn durchführen? Ich denke, das ist eine Frage der Auflösung, oder? Im MRT keine Mikroskopischen, ich glaube, die Frage ist mir nicht ganz... Sie meinen, wenn ich ein Organ, also ein Spenderorgan habe, ob ich das auch in den MRT legen kann? Ja, wahrscheinlich ist gemeint, dass man die entsprechenden Daten einfach aus dem MRT auch kriegen könnte. Also tatsächlich gibt's. Ich habe den MRT jetzt nur im Zusammenhang mit der In-Vivo-Bildgebung genannt, also am lebenden Patienten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch Gewebe, also totes Gewebe im MRT zu packen. Das wird auch gemacht und dann erreiche ich natürlich sehr viel höhere Auflösungen. Das tun wir sogar auch. Also arbeiten wir aktuell mit Forschern in Paris auch zusammen, die Spendergehirne erstmal im MRT scannen. Die kommen aber auf Auflösungen bis runter zu 100 Mikrometer. Da sehen wir noch keine einzelnen Zellen. Die schneiden das Gehirn in größere Blöcke, sagen wir mal in 7, 8 Stücke. Da bekommen wir dann ein Scan um die 100 Mikrometer. Da sehen wir auch schon sehr spannende Sachen. Vor allen Dingen kann man da auch Diffusionsbildgebung und sowas machen. Die kommen aber dann zu uns und werden trotzdem nochmal klein geschnitten, damit wir noch präzisere Aufnahmen bekommen. Also diese Auflösung mit den einzelnen Zellen, die erreichen wir da nicht im MRT. Mhm. Es gibt aber natürlich auch noch sowieso auch noch andere Bildgebungsverfahren, die habe ich hier nicht alle dargestellt. Optische Kohärenztomographie und Mikro-CT, also da gibt es auch andere Verfahren, die auch noch zelluläre Auflösungen ermöglichen. Im MRT bekommen wir das aber nicht. Andere Frage, untersuchen Sie auch embryonale Gehirne? Also wir selbst machen es nicht, aber das wird natürlich gemacht.
Ja, also eine ganz wichtige Frage, die ich komplett außen vor gelassen habe, ist natürlich die Entwicklung des Gehirns zu verstehen, wie das Gehirn seine Faltungen ausprägt, was passiert im Entwicklungsprozess des Menschen. Und da ist natürlich hochgradig interessant, dass man in verschiedenen Entwicklungsstadien Gewebeproben hat, die man so untersucht. Das wird auch gemacht, zum gewissen Teil auch bei uns. Also wir haben sogar auch in dem Human Brain Project ist auch ein Babygehirn-Atlas, ist nicht online, aber in der Entwicklung. Also diese Arbeiten gibt's. Wir fokussieren uns im Augenblick aber hier bei uns aufs gesunde, erwachsene Gehirn für die Arbeiten, die ich hier vorgestellt habe. Ja, dann nochmal zur Repräsentation dessen, was dann als Forschungsergebnis rauskommt. Da fragt unser Teilnehmer Thomas, gibt es im Internet Datenmaterial in Virtual Reality über das menschliche Gehirn? Also damit ist vielleicht gemeint, ob man sozusagen im Gehirn spazieren gehen kann. Ja, also das gibt's. Ich könnte Ihnen jetzt nicht einen Link hinschreiben. Es gibt solche Dinge. Also wir arbeiten beispielsweise für die Atlanten auch eng mit der Universität in Oslo zusammen. Ich weiß, dass die mal ein System gebaut haben mit so einer VR-Brille, dass man im Prinzip basiert das ja auf den gleichen Daten. Wenn ich Daten in 3D habe, dann kann ich solche Technologien nutzen. Und die haben sowas tatsächlich mal gemacht, dass man eine VR-Brille anzieht und kann dann so einen Atlas, kann dann drumherum gehen, muss aufpassen, dass man nicht einen Stuhl umrennt, während man das tut. Also das gibt's, das wird gemacht. Im Internet als Webseite, so als virtuelle Realität, ist es mir aktuell nicht bekannt. Also wir finden das selbst auch spannend. Das ist eher eine Sache, dass es an der Zeit da immer mangelt. Aber wir finden das selbst auch spannend und haben da schon immer wieder mal überlegt, einfach mal entweder mit einer Firma oder mit einer ständigen Arbeit in der Richtung ein bisschen mehr zu machen für so Präsentationszwecke. Man muss aber auch sagen, dass die virtuelle Realität immer, es braucht relativ lange, bis das wirklich den Weg in reale Nutzung findet. Das ist meistens für Präsentationen interessant oder auch für sozusagen Education. Für sowas ist es meistens interessant. In der Forschung selbst ist da oft eine große Hemmschwelle. Ja? Also meistens ist es so, dass die Wissenschaftler, und wir machen das ja in erster Linie für Wissenschaftler, für ihre Forschung nicht wirklich jetzt irgendwo hingehen und sich so eine Brille anziehen oder sowas. Das ist, ich will nicht sagen, dass es unsinnig ist. Es ist aber immer eine große Schwelle. Man macht dann viel Arbeit für wenige Anwender, sagen wir mal so. Es ist aber spannend, da gebe ich Ihnen recht. Ja, der Klassiker der großen Fragen überhaupt ist natürlich das Leib-Seele-Problem. Und ich denke, jeder Hirnforscher wird früher oder später mal damit konfrontiert. Heute Abend konfrontiert sie damit unser Teilnehmer Volker Krey. Der fragt nämlich, lässt sich aus Ihren Einblicken ins menschliche Gehirn erkennen, warum unsere Gehirne bewusste Vorstellungen von der Welt entwickeln können, über die wir dann auch miteinander reden, wie zum Beispiel hier gerade? Ja, also das ist die Frage nach dem Bewusstsein. Das ist ein komplett nochmal ein eigenes Feld in der neuen Wissenschaft, an dem ich nicht arbeite, und das ist ein extrem schwieriges Feld. Also im Human Brain Project haben wir sogar Forscher, die sich auch dem widmen. Also A, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich nicht sehr viel damit aus, aber B, aus unseren Spenderorganen können wir natürlich wenig über das Bewusstsein herausfinden, weil die nicht mehr leben und nicht mehr funktionieren. Und da müssen wir natürlich, hat es was mit der Funktion zu tun. Das Bewusstsein ist noch sehr, sehr wenig verstanden. Der Zusammenhang des Bewusstseins mit der Struktur des Gehirns, das ist alles noch sehr, sehr wenig verstanden. Also die Frage kann ich Ihnen eigentlich nicht beantworten. Was ich relativ sicher sagen kann, ist, wir werden nicht aus dem toten Gewebe das Bewusstsein klären können. Ja, aber das ist also Bewusstsein und Gefühl, also warum fühlt sich irgendetwas an, wenn mein Gehirn eine Aufgabe löst, warum fühlt sich das auf irgendeine Weise an? Das ist auch noch, soweit ich da Einblick habe in die Wissenschaft, vollkommen unklar. Es ist auch vollkommen unklar und wird auch bezweifelt, ob das notwendig ist, um Intelligenz hervorzubringen. Das ist absolut unklar, ja. Also es ist ja umgekehrt, kann man ja auch die Frage stellen, wenn wir es jetzt schaffen würden, eine künstliche Intelligenz zu bauen, die uns absolut, was ich da auf der einen Folie gezeigt habe, die Menschen vergleichbar Leistungen vollbringen. Wenn wir jetzt einen Computer hätten, der das könnte, wir würden es nicht entscheiden können, wenn wir uns mit ihm unterhalten, dann ist ja die Frage, würde das System ein Bewusstsein ausprägen? Würde das System fühlen? Oder ist das überhaupt nicht notwendig? Das ist meines Wissens noch, also es wird stark bezweifelt, und so viel ich weiß, ist das auch noch vollkommen ungeklärt. Aber ja. es ist auch nicht mein Forschungsgebiet. Also da mag ich auch nicht die aktuellsten Diskussionen kennen.
Das Qualia-Problem in der Philosophie des Geistes, das haben wir auch immer wieder mal in unserem Vortragsprogramm. Ja, so langsam wird sich die Diskussion dem Ende zuneigen. Ich sehe allerdings eine Wortmeldung unseres Teilnehmers Volker Mitschke, der gerne seine Kamera einschalten darf und sein Mikrofon freischalten und seine Frage stellen. Ja, hören kann man mich, glaube ich. Ne? Jawohl. Wir hören nur das Bild. Herr Dickscheid, Sie haben im Hintergrund, glaube ich, einen Oktopus abgebildet. Sehr gut, Bora. Ich habe, bevor ich hier eingestiegen bin, einen sehr interessanten Bericht über die Intelligenz des Oktopuses gesehen, das ja auf der anderen Seite fast faszinierender ist als bei den Säugetieren. Wir haben von der Maus gesprochen, das ein bisschen aufgebläht, dann sind wir beim menschlichen Gehirn. Aber dieses vielseitige Gehirn einer ganz anderen Spezies, ganz andere Richtung, Oktopus, haben Sie sich da auch mal mit befasst? Faszinierend. Ja, also ich hab mich mit Tieren insgesamt wenig befasst, aber natürlich befassen sich Kollegen und wir mit anderen Spezies. Zum Oktopus kann ich nicht viel sagen, aber wir hatten kürzlich eine sehr, sehr interessante, es war so ein kleines Symposium, vielleicht ist das sogar bei YouTube zu finden, eine interessante Diskussion an der Ruhr-Universität Bochum, ich und meine Chefin und mit dem Herrn Onur Gündürkün, das ist ein neuer Wissenschaftler in Bochum und der arbeitet sehr viel mit Vogelgehirn. Das beantwortet nicht Ihre Oktopusfrage, das ist mir klar, aber das ist spannend, denn auch da ist es unglaublich, was an kognitiven Leistungen zustande gebracht wird im Vogelgehirn. Und das Verrückte ist, dass da Leistungen zustande kommen, die aber strukturell im Gehirn anders aufgebaut sind. Das heißt, es ist in der Evolution die Evolution hat Wege gefunden, im Gehirn sozusagen ähnliche Leistungen zu verbringen, die strukturell anders gelöst worden sind. Ja? Also es gibt Leistungen, die im Vogelgehirn passieren, die vergleichbar sind mit Leistungen im Mensch, wo aber die Architektur in dem Gehirn nicht genauso aufgebaut ist, weil es evolutionär anders gekommen ist. Auch da bin ich kein Experte und im Oktopus kenne ich mich gar nicht aus, aber ich gebe Ihnen halt da vollkommen recht, das ist sehr spannend, in andere Spezies reinzuschauen. Ja? Und da gibt es immer die zwei Wege. Der eine ist ähnliche Spezies, da haben wir bei Menschen durch die Affen immer, aber auch evolutionär, Spezies, die evolutionär viel weiter vorne abgebogen sind und da die Unterschiede sich anzuschauen. Ich kenne das Gehirn des Oktopus leider nicht. Ich habe auch keins auf meinem Computer. Okay, ja, dann würde ich zum Schluss vielleicht nochmal auf das Human Brain Project zu sprechen kommen. Wir hatten Hoffnungen aus der Medizin heute ja schon angesprochen. Es gibt aber nicht nur Hoffnungen, sondern auch Befürchtungen. Ich habe auch schon gehört, dass Menschen in Sorge sind, dass mit der Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz sozusagen den natürlichen menschlichen Verhaltensweisen der Boden entzogen wird. Das wird ja künstlerisch manchmal auch inszeniert, etwa in dem Spielfilm »Ich bin dein Mensch«, der sehr schön inszeniert ist, aber glaube ich gegenwärtig von der Realität weit weg. Ich erinnere mich, dass Ende letzten Jahres eine kleine Tagung war, etwa bei der Evangelischen Akademie in Wittenberg, wo also schwere Bedenken geäußert wurden, was uns da bevorsteht aus dieser Hirnforschung. Was würden Sie denn sagen? Was steht uns bevor? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch einen guten Teil Angst vor den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz. Keine schlimme Angst, dass ich hier sitze und zittere. Aber als ich mein Informatikstudium gemacht habe, da gab es Dinge, von denen ich dachte, das werden wir nicht algorithmisch im Computer lösen, die jetzt gelöst sind. Und mir stockt regelrecht der Atem, was da passiert ist. Das muss ich so sagen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die Entwicklungen, die da jetzt passieren, die werden sich unglaublich auswirken. Und die werden auch noch ungeahnt sich beschleunigen. Und da kann ich auch nochmal auf die Folie verweisen, wo ich das da so ein bisschen dargestellt habe mit der Superhuman Intelligence auch. Das ist ja noch weitestgehend unklar, wie wir damit umgehen. Also wir können sicher sein, dass die Entwicklung wirklich unglaublich schnell sein wird, da unfassbar viel Geld rein investiert wird und Riesenfortschritte schon erreicht sind. Da wird also sehr viel passieren und wir müssen Wege finden, dass wir zeitgleich nicht nur die Entwicklung von neuen Verfahren der künstlichen Intelligenz investieren, sondern auch
in die Entwicklung von Sicherheitsmechanismen dafür und in die Entwicklung von Methoden, dass die besser verständlich wird. Denn wir haben jetzt schon das Problem, was diese Netzwerke da lernen, ist für uns sehr, sehr schwer noch zu verstehen. Was die intern in diesen Verschaltungen tun, bei vielen Problemen wissen wir es einfach selbst nicht mehr genau. Wir sehen nur, es funktioniert und wir verstehen noch, wie wir das sozusagen gebaut haben. Wir verstehen aber nicht mehr, warum es das jetzt genauso tut, wie es tut, und es tut es besser, als wir es könnten. Es wird jetzt in der Zukunft wird's Dinge geben, da verstehen wir das noch viel weniger und wir müssen dafür sorgen, dass wir A, dass die künstliche Intelligenz uns sagt, was sie da tut, und B, dass wir wirklich fundamentale Sicherheitsmechanismen entwickeln, wie wir eben auch das eingrenzen können. Also es gibt sehr spannende Literatur zu dem Thema. Also Sie müssen sich mal vorstellen, wenn wir irgendwann einen Algorithmus haben, der intelligentere Schlussfolgerungen ziehen kann, als wir das können, und der hätte Zugriff auf eine Fabrik und würde Maschinen bauen, und das wird man irgendwann tun wollen. Ja, weil auch die Entwicklung von Maschinen, die Fertigung von Maschinen muss immer schneller gehen, dann können uns da unglaubliche Dinge bevorstehen. Das ist noch nicht so weit. Und zum Glück ist es auch so, dass das erkannt ist. Also in der Forschungsförderung hat die Sicherheit und die Interpretierbarkeit von künstlicher Intelligenz jetzt einen Stellenwert. Und ich halte das für enorm wichtig. Also ich teile ganz klar, ich teile die Ängste da. Ein Segen für ganz viele Dinge ist ein Segen. Wir brauchen auch aus meiner Sicht die künstliche Intelligenz, um die Probleme zu lösen, die wir vor uns haben. Die werden wir nicht selbst lösen, weil sie zu schwer sind. Klima, Gesundheit und so weiter. Aber es wird schwer sein, dass wir das weiter verstehen und kontrollieren. Und da müssen wir auch dran forschen. Ja, sehr schön, dass wir zum Schluss noch den Bogen zu Vorsichtsmaximen und zur Ethik schlagen konnten. Wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. Ich sehe noch eine Wortmeldung unseres Teilnehmers Roland. Und ja, wenn das zügig geht, dann nehme ich den Roland gerne dran. Ja, nur eine kurze Frage von mir. Ich habe vor über 10 Jahren mal gelesen, dass die Größe vom menschlichen Gehirn eventuell eher darauf zurückzuführen ist, dass es fehlertolerant ist. Also das hängt gar nicht an der Funktionalität, sondern das liegt am Alter und daran, dass wir Krankheiten haben, mal hinfallen, uns den Kopf stoßen oder zu früheren Zeiten mit dem Knüppel auf den Kopf hauen. Also gar nicht so sehr an der Komplexität der Aufgaben, die wir lösen. Stimmt das oder ist das überholt inzwischen, das Wissen? Also ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber ganz gewiss hat diese, was Sie als Fehlertoleranz beschreiben, eine ganz massive Wirkung. Die hatte insbesondere auch die Konsequenz, dass die Leistung vom Gehirn und die Repräsentationen oder die Verschaltung, die das Gehirn hat, hochgradig verteilt sind. Also es ist in der Regel nicht so, dass für ein Ding, was unser Gehirn leistet, es genau eine Verschaltung gibt oder sowas, sondern es gibt viele. Sie können Dinge abschalten im Gehirn, es funktioniert trotzdem noch. Ja, und diese hochgradige Verteilung der Dinge, das hat ja was mit Robustheit zu tun. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal, ganz sicher, von der Leistungsfähigkeit. Ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das der Knackpunkt ist und die anderen Dinge überhaupt nicht, so weit würde ich ganz sicher nicht gehen. Aber ich würde zustimmen, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Und man hat tatsächlich, man sieht das auch schon in der künstlichen Intelligenz, in künstlichen Netzwerken, sieht man diese Effekte auch. Also ein ganz frühes Verfahren beim Lernen dieser tiefen Netzwerke und auch einer dieser Kniffe, ich habe ja gesagt, es gibt diese Kniffe, dass man überhaupt tiefe Netzwerke anlernen konnte. Ein ganz früh erkannter Kniff ist nämlich genau der, dass man beim Training zufällig irgendwelche künstlichen Neuronen einfach abschaltet. Also während ich dem Ding Trainingsbeispiele zeige, lasse ich einfach irgendwelche Neuronen, tue ich so, als seien die tot während des Lernens, und dann schalte ich sie wieder an. Das mache ich zufällig. Ja? Und das nennt man Dropout. Und dieser Kniff, der sich erstmal total unsinnig anhört, der hat dazu geführt, dass das Lernen sehr viel präziser läuft, sehr viel robuster läuft. Und das hat auch was damit zu tun, dass man die Netzwerke zwingt, die Informationen zu verteilen in dem ganzen System und sich nicht so sehr auf einzelne Schalteinheiten zu stützen. Und das hat ja viel mit dem zu tun, was Sie da gesagt haben. Ja? Also diese Robustheit und Verteilung ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass das funktioniert bei diesen Netzwerksystemen. Ja, vielen Dank. Wir haben schon etliche Anregungen jetzt heute zwischendurch gehört für künftige Vorträge bei Cortices. Wir werden diesem Themenspektrum treu bleiben
Und wir werden nicht nur die Hirnforschung, sondern nicht nur den Reiz der Hirnforschung, sondern auch den Reiz des Menschlichen im Angesicht der künstlichen Intelligenz im Blick behalten. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei den Teilnehmern für ihre Fragen und für ihr Interesse und selbstverständlich bei unserem Referenten Timo Dickscheid für Vortrag und Diskussion. Herzlichen Dank. Ich danke ganz herzlich nochmal für die Einladung und für die Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen die spannende Diskussion. Das war ja jetzt noch ausgiebig. Das ist schön. Vielen Dank.